So. Liebe Damen und Herren, schön, dass Sie zu dieser AZ-Veranstaltung gefunden haben. Damit Sie wissen, wen Sie jetzt vor sich haben, stelle ich alle kurz vor. Ich fange zu meiner Linken an. Das ist Ina Seddig, Kammergruppensprecherin der Kammergruppen Mainz, Mainz-Bingen und Architektin. Er ist der Herr Krausch, Präsident der Johannes-Gutenberg-Universität. Neben ihm steht Melike Jilmaz vom Allgemeinen Studierendenausschuss, auch ASTA genannt abgekürzt. Der Herr Konrad Wolf steht fast in der Mitte, er ist der Wissenschaftsminister von Rheinland-Pfalz. Neben ihm ist Professor Dr. Stefan Joly vom Deutschen Institut. Sie sind der Herr Holger Basten vom LBB und neben ihm der Moderator und Chefredakteur der AZ, Friedrich Rühing. Mein Name ist Lisa Maucher und wir werden heute über den Mainzer Campus sprechen mit dem etwas provozierenden Titel, wir geben es zu, Lebensraum oder Elendsviertel. Nach einer Stunde werden Sie die Möglichkeit haben, Fragen zu stellen. 20 Minuten haben wir dafür eingeplant. Das alles wird hier gerade live aufgezeichnet auf Facebook, damit Sie Bescheid wissen. So, und ich stelle jetzt am Anfang eine offene Frage, damit Sie wissen, welche Position diese Leute hier vertreten. Fange ich auch mit Ihnen an, Frau Seddig. Welchen ästhetischen Eindruck hinterlässt denn der Campus bei Ihnen? Ein Lachen. Sprechen Sie ruhig, fangen Sie an. Ja, das ist einfach nah dran. Super. Ja, welchen ästhetischen Eindruck hinterlässt der Campus? Schwierige Frage. Ich würde mal sagen, eine Chance für etwas Neues. Herr Krausch, was denken Sie denn? Ich würde sagen, das hängt sehr ab vom Wetter und von der Frage, wo man sich gerade befindet. Ich finde, es gibt wunderschöne Ecken auf diesem Campus und es gibt Ecken, wo ich mir wünschen würde, dass sie wunderschön würden. Darauf können wir nachher gerne noch detaillierter eingehen. Frau Jemals, was denken Sie? Ich glaube, ich muss dem zustimmen. Ja, wobei ich glaube, es gibt mehr Ecken, die verschönert werden könnten. Reden wir auch nachher drüber, Herr Wolf. Also das alles Wesentliche jetzt schon gesagt, vor allem von Herrn Krausch, dem würde ich auch zustimmen. Wobei ich mich ja schon geoutet habe und gesagt habe öffentlich, ich mag den Campus vielleicht auch trotzdem. Ja. Weil er so heterogen ist. Und Sie, Herr Jolie? Ich kann, glaube ich, auch sagen, dass ich den Campus mag. Also als Literaturwissenschaftler, ich greife mal zu Metaphern, ein in einigen Stellen wirklich ungeschliffener Diamant, an einigen Stellen ein Diamant, der etwas sehr verschmutzt ist, den man aber wieder schön poliert kriegt und an auch einigen Stellen tatsächlich etwas Neues, was her muss. Danke. Zuletzt Sie, Herr Basten. Ja, um es nicht zu wiederholen, ein Campus mit starker städtebaulicher Quartiersbildung. Und diese starke Quartiersbildung bietet auch viele Chancen für eine weitere gute Entwicklung. Gut, danke schön. Ich habe dazu eine Nachfrage, zu der nicht mehr jeder antworten muss. Kennt von Ihnen jemand im angloamerikanischen Raum eine Campus-Universität, die so viele ungeschliffene Ecken hat wie dieser Campus? Darf ich da mal als Erster auf die Frage aufnehmen? Wenn Sie eine kennen, ja. Ja. Klassisch städtebaulich gibt es natürlich verschiedene Typen von Universitäten. Wir haben gestern in Kaiserslautern eine Campus-Universität, eine Hochschule eingeweiht. So, die ist als Campus geplant worden, von vornherein. Die wird auch Stück für Stück realisiert, aber dort sind die Innenräume entsprechend beplant worden. So, und ich hatte es, und jetzt entschuldige ich mich, dass ich mich jetzt schon wiederhole, aber es ist eine gewachsene Universität, in der der Campus ja Stück für Stück rausgearbeitet werden soll. Darf ich auch was dazu antworten? Ich würde sagen, ich kenne eine ganze Reihe amerikanischer Universitäten, die von außen zwar in der Tat viel geschliffener aussehen, indem man viele Gebäude baut, die alle gleich ziemlich alt aussehen. Kann ja auch was Schönes haben, wenn man das so macht. Ich habe Studentenwohnheime gesehen, da würde hier kein Studierender drin wohnen wollen. Also das sieht von außen teilweise super aus, da läuft man beim Campus. Von innen haben die gleichen Universitäten Qualitäten, wie wir sie gar nicht kennen.
Also führt das vielleicht mangelnde Qualitäten, wie wir sie in dieser... Ja, führt das vielleicht gleich zu einem Grundsatzproblem hin, wenn wir vergleichen, angloamerikanischer Raum, unser Raum, dass wir in Deutschland im Hochbau immer fantastisch sind, super bauen, qualitätsvoll bauen und uns das Gelände relativ egal ist und eben in der angloamerikanischen Campus-Universität der Campus einfach einen ganz anderen Stellenwert hat. Also ich möchte das sogar nochmal erweitern, ja, weil Sie fragen jetzt nach angloamerikanischen Universitäten, das kann man tun, aber die größte Dynamik, die ich gesehen habe, war an chinesischen Universitäten. Da wird unheimlich viel Geld ausgegeben, das ist schon richtig. Aber erstens, wenn Sie dort in den Bereich der Hochschulleitung gehen, dann werden Sie neidisch. Das ist alles Hochglanz. In anderen Ecken und vor allem im Innenbereich ist es häufig völlig anders. Da stellt man sich die Frage, ja, wie ist ein Austausch möglich in der einen oder anderen Fakultät? Und dann ist auch die Frage dort immer, wie ist die Nachhaltigkeit? Also dort wird sehr schnell gebaut, es wird hochdynamisch gebaut. Man stellt sich aber durchaus auch die Frage, wie sieht das in 20, 30 Jahren aus? Gut, damit können wir zum Thema Investitionen kommen. Denn wie ein Campus aussieht, hängt ja auch sehr davon ab, wie viel darin investiert wird, selbstverständlich. Um Zahlen zu nennen, der LBB hat in den vergangenen 10 Jahren 310 Millionen Euro in Neu- und Erweiterungsbauten investiert. Für 2017 und 2018 stehen 51 Millionen Euro an. Eine Frage an Sie, Herr Krausch. Denken Sie, dass vom Land genug Geld kam und kommt? Ich glaube, wenn man die letzten 10 Jahre anschaut, dann sind in der Tat eine ganze Reihe Bauvorhaben umgesetzt worden. Und es sind ja mehr als die 310 Millionen, die der LBB verbaut hat. Das ist ja letzten Donnerstag auch deutlich geworden. Das Studierendenwerk hat gebaut, die Max-Planck-Gesellschaft hat gebaut. Das ist in Summe wahrscheinlich eher bei 500 Millionen als bei 300 und grad Millionen. Das wäre eigentlich völlig in Ordnung, wenn nicht in Jahrzehnten davor vergleichsweise wenig in den Bauunterhalt investiert worden wäre. Ich glaube, Herr Basten, da können wir uns darauf einigen. Das war die Zeit, bevor es den LBB gab. Also das heißt, wir haben einen immensen Sanierungsstau. Wenn Sie jetzt fragen, ist in den letzten 10 Jahren angemessen investiert worden und wir vergleichen das mit anderen Hochschulstandorten, dann müssten wir eigentlich konstatieren, eigentlich schon. Und wenn in den nächsten 10 Jahren nochmal 500 Millionen investiert wird, dann sind wir, glaube ich, alle zufrieden. Aber das Problem, vor dem wir stehen, ist auf der einen Seite, dass es einen immensen Sanierungsstau gab bis zu diesem Programm 2015, wo die meisten Neubauten, die wir so kennen, drin vorgekommen sind. Und das zweite Problem ist, dass wir durch die Schuldenbremse natürlich im Augenblick so ein bisschen gebremst sind. Also dass es eben nicht so weitergeht, wie es in den 10 Jahren davor gelaufen ist. Das ist jedenfalls meine Wahrnehmung. Gut, Fakt ist ja auch, dass es auf dem Campus sehr viele Gebäude gibt, 20 Stück, die älter sind als 40 Jahre. Sehr viele davon wurden nicht saniert, heißt, sie sehen nicht besonders schön aus. Wie konnte das kommen, Herr Basten? Also eine Zahl, nee, zwei Zahlen möchte ich nochmal zu ergänzen, um auch dann den Ausblick und zu geben, die Frage zu antworten. Die Hochschule, die Universität ist mit viel Instandhaltung dabei. 10 Millionen geben die Kollegen der Baugruppe der Universität aus. Wir fahren seit 10 Jahren jedes Jahr 16 Millionen. So, das ist, wenn das Land insgesamt 75 Millionen für seine ganzen Liegenschaften ausgibt, ist das richtigerweise einer der Investitionsschwerpunkte. So, und das ist nicht nur mal eben eine Schönheitsreparatur, sondern hier wird permanent, wir haben 60 Projekte, die Kollegen der Baugruppe der Universität auch, hier wird permanent tief in der Substanz gearbeitet. Da werden Wasserleitungen unterirdisch neu gemacht, da werden Aufzüge ausgetauscht. Also das ist schon mehr als Instandhaltung. Nichtsdestotrotz hat jedes Gebäude, und dann komme ich zu Ihrer Frage, das irgendwann seine Laufzeit erreicht hat, seien es 20 und 30 Jahre, muss eine Grundinstandsetzung haben. Also eine Grundinstandsetzung geht immer wieder fast in Größen eines Neubaus. Das ist also über der Dimension, die wir gemeinsam sowieso schon kontinuierlich investieren. So, und jetzt in den nächsten Jahren ist genau das Thema der Grundinstandsetzung eines der Schlüsselthemen hier am Standort. Um die Kanzlerin Waltraud Kreuz-Gerst, eine Kollegin von Ihnen, Herr Krausch, zu zitieren, solche Sanierungsmaßnahmen dauern furchtbar lang, zu lang. Wie kann man die also beschleunigen? Ja, gerne, Herr Wassen. Also wir als Landesbetrieb
arbeiten nicht nur für das Land, sondern wir arbeiten für die Amerikaner, für die Bundeswehr. Und verschiedene Verwaltungen, verschiedene Auftraggeber haben auch verschiedene Verfahren. Die Universität hat die Biologie erfolgreich vorangetrieben. So, und das Spannende für uns und jetzt auch fachlich mit voller Überzeugung ist auch das Thema zum Beispiel Funktionalausschreibung, ist zum Beispiel das Thema Generalunternehmer. Wir als LBB sagen, ja, das können wir auch in anderen Bereichen. So, und gemeinsam, Universität als auch LBB, da ziehen wir in fachlicher Erfahrung in einem Strang, werben dafür, dass auch Verfahren, die der LBB betreut, beschleunigt werden können. So, und da sehen wir durchaus, und das nicht in Konkurrenz, sondern in wertvoller Ergänzung, Beispiele, wo wir Bauverfahren auch als mitwirkender LBB beschleunigen können. Herr Basten, das klingt alles so harmonisch hier miteinander. Ich wundere mich, die Finanzministerin hat vor einigen Tagen hier auf dem Unigelände zugestanden, dass es da große Abstimmungsprobleme gab, dass die Uni sich gezwungen sah, in dem Biobau selber zu agieren. Jetzt gibt es 19 Stellen für den LBB allein für das Thema Campus Uni Mainz. Die kann ich ja nicht einfach aufbauen, wenn ich nicht vorher ein Defizit gehabt hätte. Also das klingt jetzt alles so, vor Jahrzehnten ist das liegen gelassen worden. In der jüngeren Vergangenheit war da nichts. Das kann nicht sein, das passt ja nicht zusammen. Also ich habe ein Interesse gelesen, was in den Gesichtern meiner Mitarbeiter zu lesen war, im Rahmen der Berichterstattung. Ich hatte ja schon dargestellt, das Investitionsvolumen in den letzten 10 Jahren ist hoch gewesen. Nicht nur bei den Neubaumaßnahmen, sondern bei der Instandhaltung. So ein Schlüsselthema, und es gibt verschiedene Beteiligte mit verschiedenen Prioritäten, ist natürlich die Prioritätensetzung. Wir als LBB sagen, ja, uns ist es wichtig, dass das, was unter der Erde liegt, dass das funktioniert. Das sind Punkte, auf denen wir den Schwerpunkt legen. So, das kommt aber erst am Ende einer Entscheidungskette. Die Universität muss natürlich, und das steht zuvorderst, ihre Bedarfe und ihre Prioritäten baulich setzen. So, und in einem bestehenden, gar nicht schlechten Finanzrahmen ist es natürlich das Thema, und Sie fragen ja auch in die Zukunft, in die Perspektive, wie auch zukünftig die Prioritäten gesetzt werden. Aber das, was wir da an der Wand sehen, das ist ja keine neue Idee, sondern es ist eine raumplanerische Gestaltung, ein raumplanerischer Entwurf, der jetzt 7, 8 Jahre alt ist, der angestoßen worden ist über den Prozess, den wir eben genannt haben, 2005 bis 2015. Da hat ein hochdotiertes Berliner Büro eine Raumgestaltung entwickelt, von der man den Eindruck hatte, dass sie zwischendurch in Vergessenheit geraten ist. Herr Wolf, wann haben Sie diesen Masterplan zum ersten Mal wahrgenommen? Den Masterplan, dass es ihn gibt, hat mir Herr Klaus schon erzählt, zur Zeit, als wir noch gemeinsam in der LPK waren. Wie er aussieht, das habe ich natürlich erst sehr viel später wahrgenommen. Allerdings hat mir Herr Basten auch erklärt, dass dieser Masterplan letztendlich, aber das kann er sehr viel besser erklären als ich, eine Planung ist, an der man sich orientiert bei den Umbaumaßnahmen, die am Campus stattfinden. Es ist also keine Planung, die sozusagen eine Zielplanung ist mit einer Zeitskala und das arbeiten wir jetzt ab, sondern es ist eine Planung, an der man sich orientiert bei den Baumaßnahmen, bei Neubauten, bei den Sanierungen, die stattfinden, damit letztendlich Zug um Zug, Schritt für Schritt, dann dieser Campus-Einzug entsteht. Aber wie gesagt, Herr Basten kann das sicherlich sehr viel besser erklären, als ich es kann. Herr Basten hat ja betont, dass Ihnen das Thema Tiefbau besonders bewegt. Frau Sedig, ist das die Definition, die Sie gerade zu einem Masterplan gehört haben, das, was Sie auch unter einem Masterplan verstehen? Also für mich ist letztendlich ein Masterplan schon ein bisschen mehr als nur eine Orientierung, sondern ein Masterplan schreibt eigentlich ganz klar vor, was man wo plant, was man wo umsetzt und nicht etwas, was man eventuell im Laufe einer Diskussion nochmal 10-mal ändert. Also wir haben eingangs ja auch Pläne gesehen, die haben sehr unterschiedliche Standorte, je nach Zeiten. Ich denke, hier ist es ganz, ganz wichtig, wenn man jetzt schon mit der ersten Orientierung hat, hier mit dem städtebaulichen Wettbewerb einen richtig verbindlichen Masterplan mal zu erarbeiten und erarbeiten zu lassen. Und da gehört sehr, sehr viel dazu, muss man dazu sagen, nämlich einerseits das Eigentümer, ich sage mal das Land Rheinland-Pfalz, als auch logischerweise der Nutzer, weiß, was er gerne haben möchte, seinen Bedarf sauber formuliert und dann kann man an dem tatsächlich in die Umsetzung gehen. Das ist jetzt, sage ich mal, die Chance für was Neues, was Weiteres.
Also ich würde das gerne kommentieren, weil da gerade eine semantische Verwirrung herrscht. Ja. Da steht zwar Masterplan, aber was da an der Wand ist und was das Ergebnis des Architektenwettbewerbs war, war eine Festlegung, wie sollen die Außenanlagen dieser Universität langfristig aussehen. Das geht bis hin zu der Qualität der Bodenbelege und wie viele Bäume sollen da stehen und was sind die Hauptmagistralen und so weiter. Das ist hier ausgelegt. Das steht ja dazu. Für die Gestaltung der öffentlichen Räume ist es der Masterplan, das nicht der Masterplan zur Entwicklung der Institute. Das ist eine Gestaltungsrichtlinie für die Gestaltung der öffentlichen Räume. Das ist nicht ein Baumasterplan. Das ist was völlig anderes, können wir gleich dazu kommen. Das wollen wir auch machen, haben wir auch begonnen. Baumasterplan heißt, welche Gebäude inklusive der Außenanlagen werden in den nächsten 15 Jahren gebaut, warum ist das nötig, welche Strategie hat die Hochschule, warum ist das nötig, was kostet es und in welcher Reihenfolge wird es umgesetzt, sodass der Haushaltsgesetzgeber dann das Geld zur Verfügung stellen kann. Das ist etwas, da sind wir dran. Wir haben gerade in den letzten beiden Jahren eine Flächenbilanzerhebung machen lassen. Also wie viele Flächen haben wir in welcher Qualität? Das kann man dann in Relation setzen zu dem Bedarf, den wir haben, durch die Anzahl der Studierenden etc. Das ist geschehen, das ist der erste Schritt. Übrigens in Übereinstimmung mit den beiden zuständigen Ministerien und dem LBB. Und das wird jetzt in einen Baumasterplan umgesetzt. Das ist sozusagen das, wie die Außenanlagen aussehen sollen. Und die Umsetzung dessen ist natürlich immer an den Hochbau gekoppelt. Also Beispiel, der Georg-Forster-Gebäude ist neu gebaut worden, die Außenanlagen sind nach diesem Masterplan gestaltet worden. Man wird nicht die Außenanlagen vom Philosophikum jetzt so gestalten, um dann hinterher das Philosophikum einzurichten und general zu sanieren oder irgendwas neu zu bauen. Das geht Zug um Zug. Und jetzt muss ich sozusagen zur Ehrenrettung des LBB hinzusagen, wir hatten vor einigen Jahren schon mal quasi ein Mietangebot des LBB, so geht das, für die Neugestaltung der Außenanlagen in dem, was wir Forum West nennen. Also das ist die Fläche von der Mensa rein in dieses U, was die physikalische Chemie, die beiden anderen großen... Zeigen Sie es mal, Frau Maurer, mit dem Laserpointer. Sie können mir den Pointer geben, dann zeige ich es. Westen ist auf der anderen Seite. Versuchen Sie es mal, ich hab kein Glück heute. Geht der überhaupt? Der geht nicht. Der ging mal, in die Hand hat er gestrahlt. Der geht in mich, ja. Okay. Da ist er. Manchmal. Also hier ist Westen und das geht leider wieder auf. Er ist zu schwach offenbar. Gut, sorry. Dann sage ich so. Das hier meinen Sie, ne? Das ist es hier, dieses Areal hier zwischen der Mensa und den Chemischen Instituten. Dafür hatten wir einen Vorschlag für eine Neugestaltung. Und ganz ehrlich, wir reden über Priorisierung, da waren wir der Meinung, das ist nun nicht gerade die Ecke des Campus, die jetzt dringend neu gestaltet werden muss, wenn wir an der anderen Stelle des Campus einen immensen Bedarf haben. Deswegen haben wir damals gesagt, nee, das finden wir nicht die richtige Priorität, damit wollen wir nicht anfangen. Also wir haben sogar mal auf der Bremse gestanden, was die Außenanlagen betraf, weil ich mir auch komisch vorkäme, wenn ich dann der Universität gegenüber erklären müsste, warum wir jetzt damit anfangen, aber die Toilettenanlagen im Philosophikum immer noch nicht saniert sind. Also das wäre komisch, nicht? Also das hat was mit Prioritätensetzung zu tun. Aber bei der Begrifflichkeit würde ich sagen, das ist sozusagen eine Leitlinie zur Gestaltung der Außenanlagen, die auch nicht verändert wird. Die wird jetzt im Augenblick Richtung Albert-Schweitzer-Straße, Saarstraße, nachdem die Mainzelbahn fertig gebaut worden ist, dort umgesetzt und soll dann Zug um Zug umgesetzt werden an den beiden Magistralen, die Fußgängerzonen, die einmal quer vom Forum Ost bis zur Mensa gehen und dann hinten weiter. Man kann jetzt schon zwischen den beiden Max-Planck-Instituten, da haben wir einen Pointer nochmal, hier ist ein Stück gerade fertig gebaut worden, das folgt diesem gleichen Gestaltungsleitlinien, die hier ausgelegt sind. Das ist quasi so ein Rahmen, in dem dann die Außenanlagen gemacht werden. Da wird an dem Konzept nichts mehr geändert. So verstehe ich das jedenfalls. Weiß Herr Basten besser. In welcher Qualität der öffentliche Raum sich hier auf dem Campus darstellt, ist ja einmal davon abhängig, wo ich Flächen neu gestalte. Dann würde sich ja niemand erwarten, dass da, wo noch nicht gebaut ist, schon eine Fläche begrünt wird. Das andere ist, dass das, was nicht genutzt wird, wie es schon dasteht, welchen Eindruck das hinterlässt. Da stehen hier auf dem Unicampus, da brauchen wir, glaube ich, nicht drüber streiten, jede Menge Barackengebäude rum, die entweder dann doch noch irgendjemand drin arbeitet, wo man sich fragt, okay, wer lässt sich das zumuten, aber der öffentliche Angestellte und Beamte ist ja genügsam. Und das andere ist, jede Menge leerstehender Gebäude, wo ich den Eindruck habe, Herr Basten, Herr Krausch, Herr Wolf, dass man einfach in der Vergangenheit gesagt hat, wie das in der Innenstadt ist, bevor nicht neu gebaut wird, wird nicht abgerissen. Wir haben hier eine ganz andere Situation. Wir haben einen Besitzer, das ist die öffentliche Hand, die, wenn sie so ein Gelände aufwerten will, vielleicht das ein oder andere Mal ein paar Millionen in die Hand nimmt, um es abzureißen, um es einzusehen und dann, wenn dann die Investition kommt, dann später mal eine richtige Gestaltung macht. Also dieses runtergekommene Lichter an den vielen, vielen Gebäuden, die nicht gebraucht werden und die einfach einen verheerenden Eindruck hinterlassen.
Also vielleicht sage ich jetzt etwas dazu, weil ich ja als dann als Gesprächspartner als letztes dazugekommen bin bei den Herren. Zum einen ist tatsächlich, Herr Klausch hat es ja schon angedeutet, vor gut 10 Jahren eine Planung erfolgt für einen 10-Jahres-Zeitraum. Mit erheblichen Summen, das ist auch sehr konsequent abgearbeitet worden. Und nun ist man dabei, eine Flächenplanung und darauf aufbauend eine Planplanung für die Bauplanung für die nächsten 10 Jahre zu erarbeiten. Es wird aber auch nicht einfach nur stoisch die Bauplanung abgearbeitet. Wir haben relativ bald nach Beginn meiner Amtszeit letztes Jahr uns darüber unterhalten, dass man tatsächlich auch etwas tun muss, aktuell in der Außengestaltung des Campus. Und dann haben wir darüber diskutiert, wie wir das machen können, mit Summen, die auch verfügbar sind. Das sind auch keine kleinen Summen. Wir sind zum Schluss auf 11 Millionen Euro gekommen. 11 Millionen Euro zu verwendet werden, Rückbauten durchzuführen, die man durchführen kann. Man kann nicht auch alle möglichen Rückbauten durchführen. Zu der Bauplanung, die erfolgt wird, auch gehören. Welche Flächen wird man benötigen als Ausweichflächen für große Gebäudekomplexe, die saniert werden? Wir haben ja eine laufende Universität. Das heißt, für jedes große Gebäude brauchen Sie große Ausweichgebäude. Also muss man sich bei der Bauplanung überlegen, welche Ausweichgebäude sind dies, welche brauche ich dazu, die muss man natürlich vorher auch instand setzen, auch das kostet erhebliche Summen, aber das ist halt so. Und welche Gebäude brauche ich definitiv nicht mehr. Und so sind wir letztendlich dann auf eine Liste gekommen von älteren Gebäuden, barackenähnlichen Gebäuden, die man nicht mehr benötigt, die tatsächlich auch relativ zeitnah in den nächsten Jahren rückgebaut werden. Also es findet das statt in der langfristigen Planung, was stattfinden muss, nämlich eine langfristige Bauplanung, die dann auch abgearbeitet wird. Aber es ist nicht so, dass links und rechts davon vorher und nachher nichts passiert, sondern es wird sehr wohl auch gerade, was jetzt die Außendarstellung des Campus betrifft, einiges in den nächsten Jahren passieren. Sie sprechen jetzt von dem, was man in den nächsten Jahren machen wird, aber dieses Thema Abreißen, obwohl man es noch nicht braucht als Gelände, ist ja in der Vergangenheit nicht getan worden. Das ist jetzt ein neues Phänomen, wo Sie sagen, okay, dem wenden wir uns auch zu. Also das würde ich bestätigen und Sie haben ja vorhin angesprochen, dass die Finanzministerin von Friktionen gesprochen hat und die wollen wir auch nicht irgendwie wegreden. Also das ist etwas, worüber wir uns auch beklagt haben in den letzten Jahren, kann ich ganz offen sagen, weil das dazu geführt hat, also jetzt als Physiker würde ich sagen, die wunderschönen neuen Gebäude sind verdünnt worden durch fürchterliche alte Gebäude, die keiner mehr braucht und das ist für die Gesamtanmutung des Campus einfach schlecht. Nicht mal fährt rüber und sieht dann eben die zugenagelten Fenster und denkt, meine Güte, reißt das Ding doch einfach ab. Da ist keiner mehr drin. Also dort, wo Fenster zugenagelt sind, haben wir so genügsam, sind die Mitarbeiter dann doch nicht, haben wir auch keinen mehr arbeiten. Ja? Da ist auch streckenweise der Strom abgeschaltet und so weiter. Also das ist in der Tat ein Problem gewesen, was, glaube ich, jetzt aber in der jüngeren Vergangenheit erkannt worden ist. Jetzt gibt es eine Abrissplanung und es ist uns zugesagt worden, dass zum Beispiel der gesamte Komplex des Max-Planck-Instituts für Chemie, also sagen wir, von der Muschel schräg rechts hinter, dieser ganze Gebäudekomplex schon in diesem Jahr also begonnen wird abzureißen. Das gleiche gilt für das M-Haupt, das ist das große Gebäude, was da, wo steht es? Das steht hier gar nicht mehr. Also das steht irgendwie, hier steht das, ne? Also hier ist schon die Bibliothek eingezeichnet, die es noch nicht gibt, aber da könnte die hinkommen. Da steht im Augenblick, das ist ein Parkplatz, so ein Schotterplatz und daneben steht dieses fürchterliche weiße Gebäude. Diese beiden Gebäude, also das eine ist ein Gebäudekomplex, das andere ist ein großes Gebäude, die sollen rückgebaut werden. Start 2017, Herr Basten, wir glauben fest dran, wenn es nicht passiert, melden wir uns wieder bei Herrn Ruing. Aber da ist schon ein bisschen was passiert, ich sage mal in den letzten 12 Monaten. Das werden Sie, glaube ich, bestätigen. Das ist nicht gemacht worden. Jetzt können Sie auch wieder über Prioritäten reden. Können Sie Herrn Jolie fragen, soll lieber das Philosophikum saniert werden oder soll so ein Altbau abgerissen werden? Das sind schwierige Entscheidungen. Nur muss man sagen, da ist eine Größenordnung im Finanzbedarf dazwischen. Nicht? Philosophikumsanierung sind wir eher bei 80 bis 100 Millionen. Hier sind wir eher bei 8 bis 10 Millionen. Und insofern würden wir uns schon wünschen, dass diese kleineren Sachen, auch wenn das auch teuer ist, gemacht wird. Und ich sage mal dazu, und zwar bis zum Ende gemacht wird und dann da ein Rasen gepflanzt wird und nicht irgendwie, wie wir das leider Gottes an manchen Stellen auch erlebt haben, mal was abgerissen wird und dann bleibt 2 Jahre irgendwie so eine Schutthalde liegen. Dann ist zwar das Gebäude abgerissen, aber schön ist es nicht geworden. Also einfach ein Platz, wo man sich hinlegen kann, wo man Volleyball spielen kann, sonst irgendwas, das würde dem Campus sofort mit relativ wenig Finanzeinsatz ein ganz anderes Antlitz geben. Frau Jilmers. Was ist denn die Erwartung der Studierenden an das Thema Aufenthaltsqualität hier auf dem Campus und was haben Sie für Erwartungen an diese nächsten Schritte, die jetzt da anstehen? Ich muss ein bisschen schmunzeln, weil Sie alle schön sagen und ich frage mich, ob das wirklich so relevant ist. Ich finde das Georg-Forster-Gebäude nicht schön. Also
Aber das ist halt, okay, danke, ich habe ein bisschen Zustimmung, was das betrifft. Es ist natürlich ist das gut, wenn es auch, wenn die Gebäude attraktiv sind, aber in erster Linie müssen die einfach funktionieren. Das bedeutet, dass es genügend Räume geben muss, dass es genug Plätze geben muss, dass die klimatisiert sind. Wie der Georg Forster Gebäude, das ist, wenn ich richtig informiert bin, die einzige Bibliothek, die klimatisiert ist. Natürlich ist das wichtig, dass Studierende irgendwo ein bisschen Sport betreiben können. Das tun sie auch so. Und natürlich will keiner der Studierenden durch den Campus laufen und dann, wie Sie vorhin gesagt haben, 2 Jahre lang diesen Schutt vor dem Philosophikum haben. Aber wenn ich daran denke, dass viele Studierende sich für eine Universität entscheiden, weil das Fach sie anspricht oder schlicht einfach, weil diese Universität sie akzeptiert hat, dann weiß ich nicht, ob es wirklich eine so hohe Priorität ist, dass alles schön ist. Es soll funktionieren, es soll relativ neu sein. Das SB2, das mal geschlossen wurde, weil dort Asbest sein soll oder gewesen sein soll. Ich weiß nicht mal, ob das stimmt. Das sind so Dinge, die im Umlauf waren oder immer noch sind. Ich persönlich möchte gerne ein bisschen mehr Grünflächen haben, aber viel wichtiger finde ich, dass hier sind 32.000 Studierende, die einfach Platz brauchen und das funktioniert dann nicht, wenn wir Gebäude runterreißen und dann 4 Bäume dahin pflanzen. Herr Jolie, ja. Stimmen Sie dazu? Also ich glaube, das war jetzt eine ganz wichtige Perspektive nochmal. Und man müsste als Hintergrund wahrscheinlich dazu sagen, was die Studierendenzahlenentwicklungen auch in dieser Zeit, als dieser Masterplan zumindest begonnen wurde, irgendwie in der Mitte der Nullerjahre sozusagen, 2006, 2007, was man da begonnen hat vor 10 Jahren, die Entwicklung der Studierendenzahlen ist ja enorm gewesen in dieser Zeit. Und wir haben tatsächlich dauernd den Spagat gehabt, beziehungsweise jetzt ganz klar die Prioritäten gesetzt, wir müssen diese wachsenden Studierendenzahlen irgendwie auf irgendeine Weise und oftmals nicht wirklich auf gute Weise in der Lehre, auch Büros für Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die angewachsen sind im Rahmen des Hochschulparks und so weiter, wir müssen die unterbringen. Wir müssen außen anmieten, außerhalb des Campus, um einigermaßen zum Teil schöne Gebäude, aber weit weg, zum Teil nicht schöne Gebäude, nah dran zu haben, da einen Spagat zu finden. Und wir sind jetzt vielleicht an dem Punkt, in dem nicht schönen Feststellung, dass die Studierendenzahlen auch ein bisschen stark zurückgehen vielleicht, wie auch immer man dazu steht, dass wir jetzt darüber nachdenken können, dass solche Elemente wie Schönheit tatsächlich ein bisschen wieder in den Vordergrund kommen, weil ich glaube, es gibt schon einen Konnex dazwischen. Wenn wir jetzt bei Studierendenzahlen haben, die nicht mehr so sind, dass die Universitäten, egal wie sie sind und wie sie aussehen, überrannt werden, sondern dass die Leute sich tatsächlich ein bisschen wieder mehr aussuchen können, gehe ich nach Heidelberg, davon hatten wir es vorhin, oder gehe ich nach Mainz und gucke mir dann den Campus an, dann fällt die Entscheidung schon auch nach Maßstäben, die so etwas wie Lebensqualität, das hat schon viel mit Schönheit auch im weitesten Sinne zu tun, die damit zu tun haben. Und wir sind jetzt sozusagen vielleicht ein Stück weit über den Berg und haben eine Versorgung, die einigermaßen sozusagen, wo die Prioritäten lagen mit Lehr- und Veranstaltungen und Büroräumen und können jetzt darüber nachdenken. Und das, glaube ich, hat sehr stark verzögert tatsächlich diese Abrissgeschichten, diese äußeren Geschichten, diese ganz andere Prioritätensetzung, die wir in diesem großen Hochschulpakt hatten. Aber um das ganz klarzustellen, also es ist doch kein Gebäude abgerissen worden, was wir irgendwie noch brauchen können. Also der SB2 ist ein perfektes Beispiel dafür, sollte schon längst abgerissen sein und ist nicht abgerissen wegen der wachsenden Studierendenzahlen. Während das alte Max-Planck-Institut für Chemie einfach ein abgängiges Gebäude ist, da waren nie Lehrräume drin, da waren auch nie Büros von uns drin, das wird einfach abgerissen. Das M-Haupt, dieses Gebäude, was in der Mitte steht, das Weiße, ist lange noch genutzt worden, insbesondere für die Physik in der Lehre. Nachdem wir jetzt an einer anderen Stelle einen großen Hörsaal geschaffen haben, ist das nicht mehr nötig und dann ist es eben auch ein abgängiges Gebäude, wo man am Ende vom Tag natürlich auch, sagen wir mal, ökologische Verantwortung hat und wo man sagen muss, die neuen Gebäude, schön oder nicht, ist natürlich in der Tat immer eine,
eine Frage des Geschmacks und der kann sehr unterschiedlich sein. Die Frage eines Energieverbrauchs und ob wir die Saarstraße heizen oder ob wir die Saarstraße nicht heizen mit den geringen Ressourcen, die wir haben für Energie, das ist dann schon auch eine Verantwortung, gerade in der öffentlichen Hand. Also wir reden bei Abriss über Gebäuden, die nicht mehr zur Verfügung stehen für eine Nutzung, sei es studentischer oder sonstiger Art. Nur darüber reden wir. Was anderes können wir uns im Augenblick angesichts der Zahlen nicht leisten. Ich würde gerne noch mal zwei Projekte ansprechen, wo es wirklich klemmt, wo es hängt, die seit Ewigkeiten Thema sind und wo ich nicht erkenne, dass es ein klares Ziel gibt, eine klare Zielstellung. Das ist einmal das Thema die Konzentration der Medienwissenschaften. Die ist seit über 10 Jahren als Vision aufgezeigt. Da hat man sich entschieden, dass man das Inter 1 als Landmarke nutzen will. Zwischendurch kommt raus, dass das eigentlich als Gebäude dafür eigentlich gar nicht geeignet ist, dass ich nur sehr begrenzte Raumgrößen dort unterbringen kann, gar keine hinreichenden Hörsäle oder Seminarräume. Da hält man der Planung trotzdem fest. Es steht ein Bauschild, aber man weiß immer nicht, wann geht es eigentlich los, wann gibt es da ein Ergebnis. Könnt ihr da bitte was zu sagen und wie sinnig ist das, dass daran festgehalten worden ist? Natürlich schwierig, dieser These jetzt zuzustimmen hier. Und das Zweite ist natürlich die Bibliothek, von der wir auch wissen, Herr Krausch, korrigieren Sie mich, ich sage im Zweifel seit 15 Jahren, dass sie dringend sanierungsfähig ist, bedürftig ist. Und wo ich einfach den Eindruck habe, dass man in der Prioritätensetzung bestimmte Institute vorangestellt hat und irgendwie im Glauben war in der digitalen Welt seine Bibliothek nicht mehr so wichtig und die Studierenden heute massiv die Bibliotheken nutzen, weil sie eigentlich zu Hause in der Küche sich vom Smartphone ablenken lassen und einfach zum Lernen und zum Vorbereiten in diese Räume gehen. Sie haben es eben angesprochen, allein im Forsterbau sind Arbeitsbedingungen, die die Studenten an so einer Stelle erwarten und das ist doch auch in Konkurrenz zu anderen Universitäten ein Riesenhandicap, in welchem Zustand diese Zentralbibliothek ist. Herr Basten. Fange ich mal mit der Zentralbibliothek an. Es sind große öffentliche Baumaßnahmen, letztendlich unabhängig wer baut, wenn der LBB baut, ist es auch immer der Haushaltsgesetzgeber, der entscheidet, dass hier an der Universität eine große Baumaßnahme kommt. So, und jetzt spiele ich Professor Krausch nicht den Ball zu, geschweige denn ein Problem argumentativ. So, wir als LBB fangen an zu planen für eine Universitätsbibliothek, wenn uns unser Auftraggeber sagt, hier ist ein Raumprogramm und dann wird geplant. So, und das ist wirklich eine prioritäre Entscheidung, natürlich der Hochschule, aber auch natürlich des Haushaltsgesetzgebers. Komme ich zu den laufenden Planungen im Medienhaus. Die Planungen sind so, Sie sprachen es ja auch an, dass man in dem Bestandsgebäude natürlich keine hochtechnisierten, ich kenne persönlich gar nicht die Raumpläne, also da sind viele im Raum, die viel besser kennen als ich von den technischen Anforderungen, aber dass die in das Hochhaus nicht reinpassen, ist klar. So, und es ist von Anfang an und wir geben die erste Planung als LBB in Kürze ab, ist mein Kenntnisstand, danke. So, und es ist ein Bauabschnitt 2 geplant, der ist sehr dringend aus Sicht aller Beteiligten, weil die Musik spielt natürlich technisch unstrittig in diesem Bauabschnitt 2. So, und da sind alle Beteiligten, die Hochschule Mainz, in enger Abstimmung und die Planung ist so gut wie fertig. Herr Wolf, wann geht's los? Weil es ja richtigerweise zur Politik gespielt worden. Mit welchem Thema? Also mit dem Thema Medienzentrum und mit dem Thema Mensa. Bleiben wir zunächst mal bei den beiden Themen, bitte. Bibliothek. Auch das ist ein Thema, das Sie sehr nennen muss. Ich meinte jetzt aber die Bibliothek also, natürlich. Da schließe ich mich den Herrn Basten an. Das ist eine Frage letztendlich. Und ich habe Ihnen das ja schon einige Male erläutert. Es läuft jetzt die Flächenplanung, dann darauf wird sich die Raumplanung anschließen und dann wird die Priorisierung erfolgen. Von dieser Linie wird man jetzt nicht abweichen. Und bezüglich des Medienhauses ist es genauso, wie Herr Basten es darstellt. Dass Inter 1 kein sozusagen modernes Medienhaus wird, war immer klar, sondern man muss es denken gemeinsam mit dem zweiten Bauabschnitt. Nur so wird es als Komplex funktionieren. Und natürlich benötigt man in einem Medienhaus dann auch Büros, wie man sie einbauen kann in Inter 1, aber selbstverständlich benötigt man auch eine ganz andere Gebäudecharakteristik, die nur mit dem zweiten Bauabschnitt realisierbar ist. Herr Wolf, ich kenne die Struktur einer Landesregierung. Ich weiß, dass Sie das nicht ohne Finanzministerium machen können. Trotzdem muss doch der Fachminister, wenn es eine politische Entscheidung ist, eine Idee haben, wann hier von der Priorität her das Thema Zentralbibliothek an der Reihe ist. Da würde ich gerne ein bisschen was Konkreteres hören. Wir werden heute nicht entscheiden, wann wir mit der Zentralbibliothek anfangen zu bauen. Sie können ein Ziel beschreiben. Es bleibt dabei, Campusbau
ist ganz originär und im Kern immer mit Universitätsentwicklung verknüpft. Und es bleibt deswegen bei der Linie, dass völlig richtig jetzt zunächst einmal ein Flächenplan erstellt wird. Und auf dem Flächenplan folgt der Raumplan. Und damit verknüpft die Priorisierung, wann soll was in welchen Zeiträumen gemacht werden. Also ich würde gern was dazu sagen. Ich meine, das Medienhaus, Herr Wolf kann nichts dafür, weil er die meisten der Jahre, die ich jetzt anspreche, gar nicht im Amt war. Herr Krauschmann, weil ich zu jung bin. dieses Thema Medienhaus ist in der Tat ein, wie soll ich sagen, etwas, was uns schon viel zu lange beschäftigt. Das ein Hänger. Ist so, das ist ein Hänger, das ist nicht, ich meine, das wird kommen, aber man braucht, das habe ich gelernt in den letzten 10 Jahren beim Bau, einen langen Atem. Aber das Medienhaus ist wirklich mehr als überfällig. Das merke ich, wenn ich mit den Kollegen spreche, die ersten Raumpläne mitgestaltet haben und jetzt so langsam in Rente gehen. Was die Prioritätensetzung betrifft, da möchte ich aber einen ganz klaren Punkt machen, weil das auch in Medien manchmal falsch dargestellt wurde. Der frühere Kanzler sitzt hier unter uns, Herr Scholz. Wir waren uns von Anfang an einig, es gibt eine ganz klare Priorität, was Neubauten betrifft. Nummer 1 war die Biologie. Warum? Weil wir in der Biologie roundabout 20 Neuberufungen hatten, die beim besten Willen nicht in die alte Bausubstanz hätten reinberufen werden können. Dieses Problem musste gelöst werden, da gab es auch Einigkeit mit dem Finanzministerium. Und die zweite Priorität war eine neue Zentralbibliothek. Warum? Weil die alte nicht nur abgängig ist, sondern weil sich im Konzept von Bibliotheken etwas getan hat, seit ich geboren worden bin. Etwa da ist die Bibliothek gebaut worden, die heute auf dem Campus steht. Und weil heute, kann er fragen, nach Freiburg gehen oder nach Berlin, wo auch immer, Bibliotheken anders aussehen. Die haben viel mehr studentische Arbeitsplätze, durchaus auch ein bisschen weniger Stellfläche. Wir werden an der Gutenberg-Universität auch in Zukunft echte Bücher haben, die man in die Hand nehmen kann und aufmachen kann. Nicht mehr. Aber die Schwerpunkte verschieben sich ein bisschen. Man braucht Arbeitsflächen ganz verschiedener Qualität, Stillarbeitsflächen, man braucht Kleingruppen, Großgruppenarbeitsflächen. All das entsprechende Konzept liegt dem Ministerium vor. Unsere Priorität. Und Platz haben Sie ja auch schon gezeigt, wo es. Genau, ja, das soll in die Mitte und das ist der nächste Punkt. Da muss erstmal ein Haus abgerissen werden, damit das andere hingebaut werden kann. Ja. Aber unsere Prioritätensetzung ist an der Stelle ganz klar. Ja. Und ich rede nicht von Haus Meinisch, sondern ich rede, wenn Sie gut aufgepasst haben, von dem, was bei uns M Haupt heißt. Ich kann es nochmal zeigen. Das ist hier an dieser Stelle. Das ist sozusagen das Gebäude, was zwischen der Muschel und dem Philosophikum heute steht. Das ist ein großer weißer Kasten. Der ist leergezogen, ist abrissbereit, soll in diesem Jahr 2017 begonnen werden, abzuzeigen. Das wäre in unserer Meinung ein guter Platz für eine Bibliothek, denn die würde man ja nicht an die Stelle stellen, wo die alte steht, sondern eine neue, sodass die Studierenden immer eine funktionierende Bibliothek haben. Sonst müssten wir 3 Jahre lang oder wie lange die Bauzeit ist, auf eine Bibliothek verzichten. Das heißt, Herr Krausch, dass ich bei Ihnen raushöre, auch wenn der Wolf noch keine Zahl nennen will, keine Jahreszahl, dass das Thema Zentralbibliothek jetzt in dem künftigen Programm sehr weit vorne stehen muss. Das steht kein Versteckspiel machen. Nachdem die Biologie geklärt ist, steht das ganz klar an erster Stelle der Neubauten. So, ganz ehrlich, wir haben hier ein Mieter-Vermieter-Modell. Wir sind Mieter des LBB. Wir zahlen dem LBB 40 Millionen Euro Miete im Jahr dafür, dass wir hier Universität spielen dürfen. Der LBB ist dafür zuständig, die Gebäude in Schuss zu halten, sie zu sanieren und so weiter. Das ist nicht meine Aufgabe zu priorisieren, das ist Aufgabe des LBB zu priorisieren. Wir priorisieren das, was an Neubaumaßnahmen sozusagen dazukommen muss. Und da gibt es eine klare Priorisierung. Und jetzt gibt es noch ein kleines Problem bei der Priorisierung, das möchte ich gleich dazu sagen. Wir waren ziemlich erfolgreich. Wir haben nämlich in einem Bund-Länder-Programm, wo man für Forschungsbauten 50% des Geldes vom Bund einwerben kann, inzwischen 4-mal gepunktet. Ich weiß überhaupt nicht, wie viele Unis es gibt, die in diesem Maße gepunktet haben in der Republik. Das heißt, wir haben 4-mal signifikante 8-stellige Beträge vom Bund eingeworben. Das natürlich bringt das Finanzministerium und am Ende auch den LBB unter Druck, solche Gebäude zu errichten, weil der Bund sagt, wenn ihr das Geld in 5 Jahren nicht ausgeht, wollen wir es wieder zurückhaben. Das Gebäude, in dem wir sitzen, ist exakt so entstanden. Das war in der Planung 5 bis 15 gar nicht drin. Das kam dazu, weil unsere Physiker halt sehr erfolgreich sind. Da sind wir mal nicht böse. Und die Mediziner sind auch sehr erfolgreich. Deswegen gibt es 2 solche Gebäude in der Medizin und 2 gibt es in den Naturwissenschaften hier auf dem Campus. Das ist bei der Priorisierung und Reihenfolge ein Problem, das wir in gewisser Weise verursachen, indem wir erfolgreich sind. Nun haben wir auf die Weise, ich glaube, 60, 80 Millionen Euro Bundesmittel eingeworben, die hier am Campus verbaut werden. Und
das ist ja auch etwas, über was man sich freuen kann. Also das ist, aber es ist für solche Planung, wenn Sie nach Prioritätensetzung fragen, ist das in der Tat ein Problem. Aber unsere Priorisierung in der Hochschulleitung, und das gilt für die Nachfolgerin von Herrn Scholz ganz genauso, ist eine ganz klare, dass wir gesagt haben, Biologie, das ist jetzt geklärt, das muss noch fertig gebaut werden, aber das ist geklärt, als nächstes Zentralbibliothek. Und dann haben wir große Sanierungsmaßnahmen, die haben wir schon lange, das ist Philosophikum und NATFAQ, die saniert werden müssen. Ja, aber wenn wir den Preis jetzt sagen, Herr Basten, was das kostet, Zentralbibliothek und die zwei Sanierungsfälle, dann sind wir etwa bei dem, was in den letzten 10 Jahren investiert worden ist. Und ja, das ist, danke, dass Sie sagen, die Zentralmensa ist auch Thema, ist aber nicht mein originäres Thema, weil das Sache des Studierendenwerks ist, was jetzt hier vorne nicht vertreten ist. Aber selbstverständlich würden wir uns sehr freuen, wenn diese Pläne in die Tat umgesetzt würden und die Zentralmensa auch mal saniert würde, was dringend ansteht. Haben Sie völlig recht. Ja. Herr Juli. Ich würde gerne noch mal auf so ein zeitliches Problem kommen. Das hat mit der Priorisierung zu tun. Denn schon als ich, also vor 10 Jahren nach Mainz berufen wurde, hieß es, naja, dieses Philosophium wird bald saniert, Ausweichfläche soll daneben gebaut werden und so. Das kam alles ganz anders, das ist auch alles verständlich und plausibel. Nur wir haben ein Zeitproblem und deshalb muss ich, glaube ich, also will ich schon auch noch mal sagen, Richtung Ministerium und LBB, wie auch immer das geht, wir müssen sozusagen dann schon sozusagen auf die Tube drücken, denn das Philosophikum ist zum Beispiel ein Gebäude, in der Priorität ganz oben in Sanierung, auch schon allein deshalb, weil es in so und so vielen Jahren, glaube ich, ein Alter erreicht hat, wo man sagen wird, Kernsanierung, das lohnt sich nicht mehr, das darf gar nicht mehr gedacht werden, wir müssen es abreißen, was ewig schade um dieses Ensemble wäre. Und wir sehen genau die Kette, an der es hängt, denn darin ist so viel an geistwissenschaftlicher Bibliothek, die kann erst raus und das kann erst mit Auszug und Umzug gemacht werden, wenn eine Zentralbibliothek steht. Wir hatten dasselbe und ein anderes Thema Medienhaus eigentlich auch. Viele Institute und Einheiten sollen ins Medienhaus, das ist vielleicht dann nicht, hängt nicht ganz so dran, aber die Sanierung Philosophikum, das ist das für Lehre am meistgenutzten Gebäude, glaube ich, des Campus, ne? Und auch von Beschäftigten, also ziemlich ein relevanter, ein riesiger Anteil, vor allem mit dem höchsten Studierendenverkehr und Umgang. Das kann erst gemacht werden, sozusagen wie in einem Domino, wenn andere Dinge geschehen sind. Und deshalb müsste ich aus meiner Perspektive, der sozusagen für dieses Gebäude so ein bisschen lange Zeit verantwortlich war, sagen, es ist alles wunderbar, aber wir müssen jetzt wirklich in die Pötte kommen, wir müssen wirklich damit anfangen, es muss vorangehen. Frau Seddig? Ja, ich möchte jetzt gerade mal wieder ein bisschen zurück zum Anfang, weil es ist ja schön, dass Sie ganz viel investieren und wir merken auch, es passiert sehr viel, aber es geht wieder ums Gebäude. Ich denke, es geht nicht nur ums Gebäude, sondern es geht ja auch um den Außenraum. Also Anfangsfrage Campus, ja, welche Ausstrahlung, welche Lösungen habe ich da? Jetzt sind wir schnell weg von dem Freiraum-Gestaltungsplan, aber es geht doch eigentlich noch mal weiter. Was ist mit Wohnen auf dem Campus? Was ist mit Infrastruktur? Wir haben die Mainzelbahn. Wir haben da 3 neue Situationen durch Haltestellen. Das ist doch jetzt auch eine Frage. Und da möchte ich eigentlich eher wieder zurück, nämlich auf den Städtebau. Ja? Weil es ist gut, dass wir hervorragende Institute haben. Auch das zeigt ja den Erfolg. Aber das andere, das ist nämlich das, was doch dann auch die Studierenden sagen. Wie sieht denn das aus? Ja, wo geht es denn weiter? Ja, was wird denn auch in Angriff genommen mit der, es ist eben nicht nur die Allee alleine oder den neuen Rahmenplan, es kommt noch mehr dazu. Und ich denke, an der Geschichte müssten wir eigentlich nochmal ansetzen. Ansonsten finde ich ja, läuft es ja. Herr Krausch, Herr Wolf, wollen Sie einen Campus, auf dem auch Studierendenwohnheime stehen, auf dem gewohnt wird, auf dem eingekauft werden kann, auf dem gelebt wird, auch abends nach 20 Uhr? Wir haben einen Campus, auf dem gewohnt wird. Und ich bin völlig bei Ihnen, das Thema Urbanisierung des Campus, wir sind ja quasi ein Stadtteil, ja. Das weiter nach vorne zu treiben, ist sehr in unserem Sinne. Deswegen stellen wir uns auch vor, dass die neue Zentralbibliothek nicht nur Bibliothek ist, sondern beispielsweise auch zentrale Anlaufstelle für Studierende, was wir im Augenblick vorne im Forum Ost haben, Studierendensekretariat und so weiter. Die Services, die alle Studierenden brauchen, die sollen auch in der Mitte des Campus sein. Dort könnte man vielleicht auch das eine oder andere einkaufen gehen. Wir sind gerade dabei, wie soll ich sagen, die Genehmigung zu bekommen, ein Gästehaus auf den Campus zu stellen, wo nochmal vielleicht schon eine Gastronomie dabei ist. Wir hatten vor einigen Jahren eine Stiftung, die bereit gewesen wäre, ein weiteres Studierendenwohnheim auf dem Campus zu etablieren.
das hat das Studierendenwerk abgelehnt. Wir betreiben keine Studierendenwohnheime als Universität, weil die Studierendenwohnheime, so war die Einschätzung, nicht ausgelastet sind, die es jetzt schon gibt. Das fand ich sehr schade. Auch das wäre etwas für das Zentrum des Campus. Ja, einfach damit hier am Spätnachmittag und Abend noch mehr los ist und am Wochenende als sonst. Das ist ganz in unserem Sinne. Also meines Wissens gab es einen Geschäftsführer des Studierendenwerks, um den Namen zu nennen, es war Helmut Klemm, der sich sehr, sehr stark dafür eingesetzt hat, dass ein weiteres Wohnheim auf den Campus kommt. Stattdessen wurden zwei gebaut, einmal am Bingerschlag und einmal auf dem Kisselberg. Und das hat ihn wirklich, wirklich genervt, weil genau er wollte, dass der Campus mehr belebt wird. Also woran lag das, dass da jetzt eines steht? Also mit der Universitätsleitung hat ein Herr Klemm sowas nicht verhandelt. Das hat er wahrscheinlich, ich weiß nicht, mit welchem Bauministerium oder so verhandelt. Das ist nicht unsere Baustelle. Ich kann nur sagen, dass wir, also dass ich selbst eine Stiftung angeschleppt habe, die das Geld gehabt hätte. Angesichts der Finanzmarktsituation ist das ja nicht so arg überraschend, dass man Investoren findet. Und das einfach nicht gutiert worden ist seitens des Studierendenwerks. Sie sagen, wir brauchen kein weiteres Studierendenwohnheim. Wir haben freie Studierendenwohnheimsplätze in unserem Arsenal, da können wir kein neues bauen. Ich fand das sehr schade, weil natürlich gerade am Campus die Plätze voll sind und natürlich auch ein neues Studierendenwohnheim am Campus wahrscheinlich prioritär besetzt würde. Da könnte der Eigentümer ja sagen, ich schaffe Freiflächen und erlaube privaten Studierendenwohnheime zu bauen. Sind denn die Rücksichtnahmen zu groß von der Landesregierung zum Studierendenwerk? Das höre ich so raus, Herr Krausch. Das können nur Sie beantworten, ob Sie das so sehen. Das möchte ich nicht beantworten. Ich möchte nicht antworten, ist auch eine Antwort. Frau Jilmers. Ich möchte Herrn Kraus ein bisschen zustimmen, dass es enttäuschend ist, dass das Studierendenwerk offensichtlich negativ entschieden hat zu der Stiftung. Vielleicht, ich möchte nicht spekulieren, auf jeden Fall ist das wirklich sehr traurig. Aber zurück zum Thema des Medienhauses. Das Inter 1 war ein Wohnheim und es wurde geschlossen. Okay, es ist vielleicht nicht so wunderschön oder nicht in der Situation, wo wir Menschen wirklich drin leben lassen können, aber es hätte vieles gemacht werden können. Sie reden vom Inter 1, ne? Genau. Ja. Wohnheime auf dem Campus, viele bevorzugen das sehr. Das Inter 2 ist ja auch hübsch gemacht und es funktioniert ja auch, aber es ist halt sehr teuer. Okay, das ist nun mal eine andere Sache. Ich kriege schon Zurufe, wenn ich hier die Beplanung der Grünflächen des Campuses sehe, dann sehe ich, dass das Haus meines schon gar nicht mehr da ist. Und ich finde, das ist total irrelevant, was jeder von uns selbst davon denkt. Das Haus Meinisch existiert und da muss einfach eine andere Lösung für gefunden werden, als zu sagen, wir schließen es. Des Weiteren, die Zentralbibliothek weiter in diese grüne Meile zu legen, funktioniert ganz bestimmt. Da haben sich Menschen ja was bei gedacht. Aber ich glaube auch, die Zentralmensa selbst ist einfach viel zu weit hinten, was auch ein Grund ist, warum die Mensa im Georg-Forster-Gebäude immer so voll ist. Einfach weil die Zentralmensa, man läuft gute 20 Minuten von der einen Ecke bis zur anderen, je nachdem. Ja, oh, das ist wirklich schlimm, aber wenn wir bedenken, dass wir zwischen Vorlesungen und Seminaren eine halbe Stunde haben, dann haben wir keine Zeit, bis zur Zentralmensa zu laufen, weil wir dann noch mal eine Dreiviertelstunde in der Schlange sitzen. Also, oh, finde ich wirklich sehr unfair, diesen Kommentar. Des Weiteren, Kisselberg ist eine total schwierige Situation, weil ich, wie ich das damals mitbekommen habe und in Kampagnen des Aster, der Wohnkampagne, erklärt wurde, ist das ein wirklich sehr teurer Spaß gewesen, ein notwendiges Objekt, aber wirklich sehr teuer aufgestellt wurde. Und wenn wir bedenken, dass Mainz einfach, ungeachtet dessen, dass Studierende weniger werden, trotzdem in Zukunft bestehen bleibt, finde ich das wirklich sehr schade, dass die Kommunikation so schwierig zu sein scheint, dass wir nicht genügend Wohnheime haben, dass diese nicht bezahlt werden können. Ich weiß nicht, ob Einkaufsmöglichkeiten, ich weiß nicht, wahrscheinlich meinen Sie was anderes, ich habe so ein Edeka auf dem Campus im Kopf.
Ich weiß nicht, ob das wirklich so Sinn der Sache ist. Vielleicht eine weitere Cafeteria oder so eine, ich weiß nicht, ein kleines Café à la Baron und Kuhkauf ist bestimmt eine schöne Idee. Aber es muss halt, ich weiß nicht, ob das wirklich die, Sie haben, Herr Krausch, von Prioritäten gesprochen, ob das wirklich die Prioritäten sind, ein Café dorthin pflanzen zu wollen. Okay. Bevor wir jetzt gleich ins Publikum geben wollen, Herr Basten, eine Frage noch. Wenn die Finanzministerin sagt, Sie kriegen jetzt 19 weitere Stellen, wir haben damit der Schuldenbremse übertrieben, wir sind damit zu wenig Leuten unterwegs, was wird das beschleunigen, was wird das bewirken, welche Möglichkeiten gibt Ihnen das? Also wir haben ja schon seit 2010 eine stehende Truppe hier. Das heißt, 16 Kolleginnen und Kollegen arbeiten permanent. Wir haben Kolleginnen und Kollegen, die machen permanent eine Bestandsaufnahme, damit uns nicht mehr ein baulich nützlicher Zustand ad hoc überrascht. Und mit 19 Beschäftigten, die wir jetzt hier haben, können wir die nächsten Planungen beginnen, die anstehen. Ich gehe davon aus, wenn das Raumprogramm genehmigt ist für die Universitätsbibliothek, kriegen wir einen Planungsauftrag. So, das ist ein funktional, für Priorität haben wir gehört, wichtiges Gebäude. Und ich gehe selbstverständlich davon aus, dass der LBB, dass das Land Rheinland-Pfalz dann einen Architektenwettbewerb macht. So, und die erste Planung, die sein muss, und die erste Hausnummern, die man dann haben muss, das sind die Projekte, die wir als LBB vorantreiben. So, jetzt ist es so, dass wir als LBB zurzeit die größte Auftragslage seit unserem Bestehen haben. Es wird gebaut, insbesondere auf Bundesseite bei uns, haben Sie auch der Presse entnommen, wie noch nie. So, mit 19 Beschäftigten werden wir nicht alles, was in den nächsten Jahren ansteht, bauen können, aber alles, was in den nächsten Jahren ansteht, wird ja auch, ich sag mal, mit Prioritätensetzung entsprechend gestreckt werden und da muss auch angepasst werden. So, wir sind so leistungsfähig inzwischen mit dem Personal, dass wir die beginnenden Planungen auch umsetzen können. Was mich noch brennend interessieren würde, bevor es dann ins Publikum geht, die Finanzministerin Doris Ahnen hat davon gesprochen, dass es Friktionen, Zitat, gab zwischen den Ministerien, der Universität und dem LBB. Was meint sie damit? Einer von Ihnen drei kann antworten, wer sich traut. Das ist keine Frage von Trauen, deswegen nehme ich das Mikrofon in die Hand. Ich glaube, ich hatte das vorhin schon mal gesagt. Also wir haben auf der einen Seite eine sehr konzise Planung. Wir haben ein großes Meeting einmal im Jahr, das ist immer kurz vor Weihnachten, wo die beiden Ministerien, der LBB, manchmal auch das Wirtschaftsministerium, unsere Immobilienexperten, die Hochschulleitung zusammensitzen und einfach Revue passieren lassen, was war im vergangenen Jahr, was ist im nächsten Jahr, was passiert. Insofern ist das irgendwie alles gut und alles, was hier hängt, ist abgesprochen. Und dann gehen manche Dinge sehr, sehr langsam vonstatten. Und ich glaube auch ehrlich gesagt, wenn es in der Universität eine Stimmung gibt oder die Stimmung so ein bisschen gekippt hat, ich sage mal vor 5 Jahren, war, glaube ich, eine ziemliche Aufbruchsstimmung hier, weil überall gebaut worden ist. Man hat den Eindruck, das ist super und das geht weiter. Und dann kam irgendwie so ein bremsendes Element rein. Und dann gibt es eben das, was ich vorhin sagte, da wird ein Gebäude abgerissen, es wird aber eben keine Wiese gepflanzt, ja, sondern es bleibt ein Schuttplatz. Jetzt kann man sagen, manchen Leuten gefällt auch der Schuttplatz. Den meisten Leuten gefällt die Wiese irgendwie besser, ist jedenfalls meine Erfahrung von dem Feedback, was ich bekomme. Nicht? Und, oder wir haben da vorne eine Baustelle, das ist mein Lieblingsbeispiel, das ist am ZDV zum Botanischen Garten hin, wo die 69 früher angehalten hat, als sie noch da gefahren ist. Das ist eine Baustelle, die ist, glaube ich, seit 5 Jahren, wo ein Stück Außenfassade und ein bisschen Weg fertig gemacht werden muss. Das geht in Portionen von 2 Tagen. Es ist schon der Running Gag, wenn ich da mit Mitarbeiter vorbeifahre, dass wir wieder gucken, ach, jetzt ist mal wieder 2 Tage jemand da. Das ist es, was die Mitarbeiter natürlich frustriert. Die laufen da jeden Tag vorbei. Ja. Jetzt müsste man irgendwann fertig sein. Ja, es muss ja immer noch über die Baustelle laufen. Und wenn das dann über Jahre geht, das sind, glaube ich, die Friktionen, über die wir reden. Oder wir reden darüber, dass für Generalsanierungen vergleichsweise wenig Geld da ist. Dann heißt das, jetzt nehme ich mal das Beispiel, wo ich selbst sitze vorne im Forum, wo wegen einer Schadstoffbelastung das gesamte Forumsgebäude quasi generalsaniert wird, nicht? Und das geht so langsam, also so oft kann ich gar nicht gewählt werden als Präsident, dass ich noch in meinem Büro bin, wenn die bei mir ankommen. Die haben nämlich auf der anderen Seite angefangen. Also, wo man so den Eindruck hat, da sind die Mitarbeiter dann über Jahre irgendwie belastet, weil direkt neben ihnen eine Baustelle ist. Das ist, glaube ich, das, was Frau Ahn hat das Friktionen genannt, also man müsste Sie fragen, was sie damit gemeint hat, aber das ist die Art von Friktion, die es jedenfalls für mich gab. Auf der einen Seite zu sehen, ja, da wird investiert, es ist auch viel investiert worden, es gibt auch schöne Pläne in die Zukunft, aber bei der Umsetzung
hakt es manchmal in einer Art und Weise, die, sag mal, schier unerträglich ist, jedenfalls für viele der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und der Studierenden, die unmittelbar davon betroffen sind, weil sie dort arbeiten oder studieren. Herr Basten, eine ergänzende Frage. Kennen Sie den Tritonplatz am Staatstheater in der Stadt? Ja. Kennen Sie die Möblierung dort aus den Europaletten? Ja, habe ich in der Zeitung von gelesen und gesehen, ja. Schauen Sie sich mal an. Und dann nehmen Sie mal 2, 3 Flächen, wo die Schuttplätze sind, machen Sie eben, machen Rasen drauf und machen ein paar Europaletten und eine Sitzlandschaft. Ja. Jetzt ganz im Ernst, ich glaube einfach, dass nicht pragmatisch genug gedacht wird an einem Ort, wo 30.000 Studenten sind, wo man auch mit kleinen Mitteln zunächst für ein paar Jahre Übergang Plätze gestalten kann. Also wo ist hier die Kreativität? Und ich glaube, da fehlt es einfach. Sie haben als LBB einen anderen Auftrag, aber da muss irgendwo organisiert werden, dass da auch eine kreative Komponente reinkommt. Ich möchte das Bild von dem Professor Krausch aufnehmen. Also eingangs habe ich dargestellt, wir als LBB müssen ein funktionsfähiges Gebäude bereitstellen. Das ist eine Interessenlage. Also es gibt eine Prioritätensetzung, so dann haben wir gemeinsam ein ganz großes Problem. Sie sprachen es an, Philosophikum muss saniert werden. Als Bauleute würden wir sagen, in einem Schlag räumen. Wir haben nur Ärger, wenn wir das in mehreren Bauabschnitten machen. Das heißt, wir haben gemeinsam das Problem, wir brauchen Auslagerungsflächen. So, dann kann der LBB welche anmieten, J. Fidel, sage ich mal, dann sagen Sie zu Recht, kann eigentlich nicht sein. So hier auf dem Campus, Thema Schönheitsreparaturen, Thema kleine Instandhaltung, eine ganz wichtige Prioritätensetzung, haben wir eine Aufgabenteilung. So, und ich, jetzt nicht, weil wir heute eine Podiumsdiskussion machen, sondern weil wir das schon längst begonnen haben. Aus unserer Sicht als LBB, ist das Thema der Prioritätensetzung, der gemeinsamen Prioritätensetzung, des Signales, wo sind die abgestimmten Schwerpunkte in den nächsten Jahren, das ist ein Schlüsselthema. Der LBB ist gerne Priorität, also auch kreativ im Detail, das ist aber gar nicht unser Job. Wir haben beschäftigen freischaffende Architekten, Ingenieure. Es sind hier Nutzer, Studentinnen und Studenten vor Ort, die wissen ganz genau, was hier passiert. Wir brauchen eine Richtung, damit die Zusammenarbeit, die Prioritätensetzung mit dem Schwung, den wir beim 10-Jahres-Programm haben, jetzt bei dem 15-Jahres-Programm der Sanierung, dass wir das wieder reinkriegen und genau die angesprochenen Kleinprobleme, die haken, dass wir die bewältigt kriegen, oder? Herr Wolf wollte noch reagieren. Ich möchte noch auf einen anderen Punkt hinweisen, den Herr Krausch angedeutet hat, aber man muss ihn ein bisschen vertiefen zu verstehen. Das hat auch etwas mit der praktischen Umsetzung und mit pragmatischer Herangehensweise zu tun. Das Schöne an einer 10-Jahres-Planung ist natürlich, dass ich auch Ressourcen aufeinander abstimmen kann. Auch Menschen. Wie viele Menschen brauche ich für die Planung? Ich weiß ungefähr die Größenordnung des Geldes, die ich ausgeben werde. Welche Planungen brauche ich dazu? Dazu brauche ich auch Planer. Wie viele Leute brauche ich für die Bauumsetzung? Das ist die Seite sozusagen des Landes, die das Land plant. Und da passiert in der Wissenschaft glücklicherweise so etwas, was Herr Krausch angedeutet hat. Man hat vielleicht den Erfolg eines Forschungsbaus. Und dann reden wir über 30, 40 Millionen. Was man dann sozusagen einflechten muss, weil da gibt es Zeitskalen. Da kann man nicht sagen, das bauen wir in 10 Jahren, da haben wir, oder in 5, da haben die Planungsressourcen. Da ist die Zeit relativ knapp. Wenn jetzt eine Universität tatsächlich so erfolgreich ist, dass sie mehrere Forschungsbauten einwirbt in relativ kurzer Zeit, dann hat man natürlich zum einen das Problem, das ist ja nicht einfach Bundesgeld, das ist Bund-Land-Finanzierung. Und das sind dann schon erhebliche Summen, die zusätzlich bereitgestellt werden müssen. Vor allem habe ich aber natürlich auch das Problem, dass auch diese Bauten geplant werden wollen. Und dann kann ich nicht einfach sagen, da stelle ich jetzt 5 oder 10 Leute mehr ein. Das sind dann relativ kurze Bauphasen für relativ viel Geld und Sie wissen nicht, wann der nächste Forschungsbau genehmigt wird. Das sind dann schon Sondersituationen, die hinzukommen, die in dieser normalen Planung auch in der Personalplanung eines LBB nicht vorgesehen sind. Aber wir sind natürlich froh, dass es passiert und es muss dann irgendwie umgesetzt werden. Und natürlich ist die Prioritätensetzung so, dass die Zeitvorgabe für die Bund-Länder-Finanzierung, weil es da ganz klare Zeitskalen gibt, mit das Geld muss ausgegeben sein, bis vorgezogen werden muss. So, meine Damen und Herren, wir wollen gerne Ihnen Gelegenheit geben, Fragen zu stellen. Ich würde gerne immer 3 Fragen sammeln. Sagen Sie bitte Ihren Namen, sagen Sie gerne, welche Funktion Sie im Zweifel sprechen und an wen Ihre Frage gerichtet ist. Ich halte es Ihnen. Ich halte es Ihnen, da müssen Sie gar nichts tun. Nee, ich mache schon. Nicht gut. Nicht gut. Gut, mein Name ist Wolfgang Oepen, ich bin Immobilienprojektentwickler und habe auch einige Campus im Ausland gesehen, in Amerika, in
United Kingdom und in China. Also was mir auffällt, das war die Anfangsfrage, es ist in der Tat so, im Ausland finden Sie sehr viel schöneres, besseres Landscaping, nicht aufwendig, aber es ist gepflegt. Und die Gebäude sind einfacher gebaut im großen Teil. Zum Teil sind sie auch sehr viel älter, weil der Campus dort einfach etabliert ist und seit vielen Jahren in Betrieb ist. Da sind Campus gebaut worden vor 30, 40 Jahren, einmal komplett durch. Und das ist halt ein bisschen in die Jahre gekommen. Wenn ich jetzt hier nach Deutschland gucke oder hier direkt nach Mainz gucke, dann sieht man natürlich Landscape, wie man im Ausland sagen würde, das sprich Gestaltung der Grünflächen gleich null. Und dafür, wenn neue Gebäude sind, sehr teuer, sehr aufwendig gebaut. Ich gucke da hier die ganze Zeit da vorne auf diese Trennwände drauf und frage mich, wann ist der Raum vielleicht zum letzten Mal dreimal abgetrennt worden. Es hat einen Haufen Geld gekostet, wenn ich mir sowas angucke. Das sind Details, so Kleinigkeiten. Und da hätte es vielleicht auch eine einfache Lösung, eine pragmatische Lösung auch getan. Und wir hätten von diesem Geld nochmal von 5 Gebäuden ein Gebäude mehr bauen können. Das wäre durchaus möglich. Der andere Aspekt ist, dass im Ausland oft auch Stiftungen dahinter stehen. Sie sprachen es vorhin an, wenn es darum geht, zu investieren. Und die Frage ist halt, können wir das in Deutschland oder kann man das hier in Rheinland-Pfalz und speziell hier in Mainz nicht auch mehr ins Auge fassen? Nicht nur, wenn es um Studierendenwohnheime geht, sondern auch, wenn es um öffentliche Einrichtungen geht. Mhm. Denn es gibt genug Anleger, die sagen, gut, für ein paar Prozent Rendite, die recht verhalten sind. Und einen langfristigen Mietvertrag auf Erbpachtbasis kann man da eine ganze Menge draus machen. Dann kann man sehr viel Wertschöpfung machen und wir kommen schneller voran. Das ist etwas, was sicherlich sinnvoll wäre und ich frage mich, warum man es nicht machen kann. Zwei weitere Stimmen hatten wir noch. Setzen Sie sich, ich halte Sie gerne. Ja, danke schön. Ich würde vielleicht direkt mal gerne Stellung nehmen. Alexandra Distel-Feddersen, Geschäftsführerin vom Studierendenwerk. Als erstes vielleicht eine Anmerkung. Schade, dass wir nicht eingeladen waren, selbst an der Podiumsrunde teilnehmen zu können. Ich denke, das Studierendenwerk ist ein wichtiger Player auf dem Campus und sollte eben dort auch vertreten sein. Zu dem inhaltlichen Punkt, was die Stiftung, die ja eben auch nochmal angesprochen wurde, tatsächlich haben wir vor kurzem ein Angebot bekommen für ein Wohnheim, was außerhalb vom Campus hier liegt, aber in relativer Nähe. Dort war es aber so, dass die Stiftung es nicht in der Lage war, es so zu rechnen, dass wir unter 390, 400 hätten das vermieten können. Unter der Flagge des Studierendenwerks passt solch ein Wohnheim nicht in das Portfolio. Wenn wir es realisieren können, für unsere, sag ich mal, durchschnittliche Miete von 330 etwas auf dem Campus zu realisieren, bin ich gerne dabei. Unter der Voraussetzung natürlich, dass die Gremien des Studierendenwerks das ähnlich sehen. Das war ein klares Statement, Dankeschön. Und dann haben wir hier noch eine Wortmeldung. Die Dame hier vorne, Frau Maurer. Ich komme wieder. Ja, vielen Dank für die interessante Diskussion. Mein Name ist Eva Rimp, ich bin Geografin, arbeite in der NATFAK und das ist ja eines der Gebäude, die starken Sanierungsbedarf haben. Ich habe eine Anmerkung. Also die NATFAK ist ja ein Gebäude, wir haben auf der Südseite im Sommer 35 Grad in den Arbeitsräumen, also die eignen sich eigentlich als Arbeitsräume nicht mehr. Wir haben Kakerlaken im Keller. Ja, die Vielfalt der Kakerlaken ist bemerkenswert. Da sind wahrscheinlich einige Zoos. Dann sollten wir die Biologen da rein. Nein, genau, da haben wir auch schon überlegt. Und das Gebäude ist also wirklich sehr stark sanierungsbedürftig. Also Sie sind gerne mal eingeladen, einen Nachmittag im Sommer bei uns unsere Arbeitsplätze zu benutzen, einfach um die Erfahrungen zu machen. Wir kommen gerne für eine Reportage vorbei. Sehr gerne. Ich habe eine Frage. Also was wir beobachten, ist, dass dieses Gebäude ja sukzessive renoviert wird. Das heißt, seit 5 Jahren werden irgendwie Brandschutzmaßnahmen vorgenommen. Man hat ungefähr 4 Jahre gebraucht, um bei uns die Türen zu ersetzen. Man hat die Decken aufgemacht, um irgendwelche Kabel zu verlegen. Die Decken waren mit heraushängenden Kabeln ungefähr 4 Jahre geöffnet. Und das Phänomen, das wir immer wieder beobachten, ist, dass einzelne Handwerker immer mal wieder kommen, einen Pinselstrich machen, übertrieben gesagt jetzt und wieder gehen. Und deshalb wäre meine Frage, ob es denn Sinn macht, über 310 Millionen Euro zu sprechen, also über die Summe, oder ob man darüber diskutieren muss, wie effizient diese 310 Millionen Euro
verwendet werden. Also wird denn kontrolliert, welche Kosten anfallen? Gibt es denn Konventionalstrafen für die Handwerker, wenn sie in einer bestimmten Zeit ihre Arbeit nicht verrichten? Weil das, was wir beobachten, ist einfach, dass sich die Arbeiten, Herr Krausch hat es auch schon erwähnt, über Jahre ziehen. Und das ist insbesondere für die Mitarbeiter ein wirklich unerträglicher Zustand. Gut, ich würde sagen, wir beantworten mal zuerst die Fragen. Ne? Es sind jetzt drei. Ja, Herr Basten, mit der letzten Frage legen wir gleich los, weil die ganz konkret an Sie geht. Die Effizienz, wie hier gebaut wird, wie auch die Bauten kontrolliert werden. Jetzt erstmal vorweg, ich beantworte es, aber ich mache hier vor Ort nicht die Bauleitung. Das machen meine Kolleginnen und Kollegen. Also deswegen kann ich das Detail nicht beantworten. Das vorweg. So, ich gehe davon aus, es laufen unter Schutzstellungsmaßnahmen für die Denkmalpflege. Ne? So, und es gibt hier Gebäude am Campus. Nee, sorry. So. Ich komme doch gleich da drauf. So. Ich gehe davon aus, dass wir dieses Gebäude Grundinstand setzen müssen. Ne? Ich kenne die Details nicht, tut mir leid. So, wenn wir dieses Gebäude Grundinstand setzen, muss es geräumt werden. Ne? Das, was wir momentan gemeinsam machen, ne? Das ist für Sie und bestimmt auch für meine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter eine Leidensstrecke ohne Ende. So, und wenn ich jetzt in meine Listen hier gucken würde, was wir da alles reingesteckt haben, muss mir jetzt keiner der Kolleginnen und Kollegen zurufen, um es brandschutzsicher, betriebsfähig, mit leidlichen Arbeitsbedingungen, mit Sicherheit zu halten, dann wäre eine Grundinstandsetzung die bessere Lösung. So, und ich wage jetzt nur den Ausblick, wenn dieses Gebäude unter Denkmalschutz gestellt werden würde, dann hätten wir gemeinsam das Problem, dass es ja qualitativ hochwertige Flächen sein müssen. So, das heißt, die Anforderung, das Gebäude vielleicht nicht abreißen zu können und sogar erhalten zu müssen. Und dann in dieses Gebäude, ich ahne nur, was hinter der Fassade ist und ich ahne, welche Deckenhöhen da sind und welche Technik wir da nicht reinkriegen. Ne? Das ist eine Aufgabe, also nicht, was wir damit überfordert werden, aber wir sind da auch nicht mit glücklich. Ne? Ich ahne, dass man vielleicht vor 10 Jahren hätte man Gebäude erstellen müssen, in das man ausweichen kann, wenn Gebäude saniert werden müssen. Ist das naiv gedacht? Ich würde gerne was anderes beantworten, Herr Reuing. Ich würde Ihnen nie Naivität unterstellen. Aber diese Frage nach dem Geogebäude ist insofern eine ganz wichtige, als sie auf ein anderes Problem hinweist, was wir noch nicht besprochen haben. Wissenschaft, gerade die Naturwissenschaft, ist ein sich schnell wandelndes Feld. Wir haben pro Jahr 35 bis 40 Berufungen, die, sagen wir mal, die mittlere Beschäftigungsdauer von Lebenszeitprofessuren bei uns sind 15 Jahre. Das heißt, wir haben immer wieder Wechsel und mit jedem Wechsel gibt es neue technische Anforderungen. Und ein Problem, was wir als Universität haben, weil wir nämlich mit den Kosten nach Hause gehen, ist, dass wir in einem Gebäude, von dem wir wissen, es wird generalsaniert, und das ist in der NAPFAC so, immer wieder hohe sechsstellige Summen investieren müssen, um irgendwelche einzelnen Berufungen zu realisieren. Das ist eine Katastrophe, weil das immer wieder Stückwerk ist. Das ist eine Konsequenz der Tatsache, dass sich Sanierungen so lange hinziehen. Das folgt einfach daraus, weil natürlich der Universitätsbetrieb weiterläuft. Und das ist ein Problem, das haben wir insbesondere in dem NAPFAC-Gebäude bei den Geowissenschaften. Das hatten wir, so langsam haben wir es nicht mehr, in dem alten zweiten Kasernenbau, wo die Biologie drin war, bei jeder Biologie-Neuberufung. Das ist ein Gebäude, das ist denkmalgeschützt, das ist außen saniert, fast fertig, aber das muss innenkern saniert werden. Und mit jeder Berufung, jeden, den wir da reinholen wollen, mussten wir ihm oder ihr Arbeitsbedingungen schaffen. Und dieses Geld ist sozusagen für die Katz, weil wenn dann in 5 Jahren oder wann auch immer das stattfindet, das ganze Ding entkernt wird, dann ist natürlich das, was wir rein investiert haben, weg. Und das ist etwas, was mir als Steuerzahler wehtut. Das ist nämlich kein sehr sinnvoller Umgang mit Ressourcen. Also mit anderen Worten, das Strecken der Sanierungsmaßnahmen kostet enorm viel Geld und macht die Sanierung insgesamt teurer. Ich glaube übrigens, aber Herr Eckert sitzt ja gerade hinter Ihnen, das Gebäude ist denkmalgeschützt jetzt oder ist denkmalgeschützt. Wir hatten vor kurzem eine Kommission, die über den Campus gekommen ist. Also diese Situation ist schon schlimmer als erwartet. Und ich habe eben das Stichwort Strecken schon wieder gehört. Also offenbar gibt es hier noch in diesen Prozessen und in den Abstimmungsgeschichten erheblichen Verbesserungsbedarf. Ich darf an die erste Frage erinnern, ganz lapidar, das war in die Stiftung, das war nicht so lapidar, da hat Frau Feddersen vom Studierendenwerk schon was zugesagt auch, Grünpflege ist gesagt worden. Wer ist hier auf dem Campus dafür zuständig, dass Wiesen gemäht werden und dass vor einem nagelneuen Gebäude wie dem Helmholtz-Gebäude das Unkraut gemäht wird? Das ist ja schon wieder eine andere Zuständigkeit und wer macht das? Das machen wir. Und aber Herr Röhrig, naja, ich meine, das ist.
Jetzt sage ich was, was der Minister nicht gerne hört, aber unser Personaletat ist durch die neue Regierung jetzt, durch die entsprechenden Beschlüsse, gerade um ein paar Millionen verkürzt worden. Ja. Und das wirkt sich natürlich aus. Ich weiß, dass es viele Beschwerden gibt. Es gibt viele Beschwerden, dass nicht mehr gut genug gereinigt wird. Es gibt viele Beschwerden, dass die Hecken nicht rechtzeitig zurückgeschnitten werden, was nicht nur Schönheit ist, sondern auch Sicherheit, insbesondere für Frauen, darstellt an manchen Ecken des Campus. Ja. Aber auch unsere Leute können das nur mit dem Personal machen, was sie haben. Aber ich wage die These nochmal, im Vergleich zu anderen Campus-Universitäten, die sich Campus-Universitäten nennen, kenne ich wenige, wo das Thema Grünflächen so vernachlässigt wird. Ja. Also gerade weil Sie Sicherheit gesagt haben, ich wollte das nochmal an anderer Stelle ansprechen, aber wir müssen auch daran bedenken, dass bei Beplanungen ordentliche Belichterung herrscht. Ja. Die Wege hinter dem SB2 sind stockdunkel. Der Hauptweg vom Forum zum Philosophikum ist oft sehr dunkel. Fahrradwege, ich meine, ich muss keinen autofreien Campus haben, aber ein bisschen fahrradfreundlicher fände ich es wirklich ganz cool. Ich will gar nicht so viel kritisieren immer, weil viele, auch ich, gerne hier studieren. Aber was Sicherheit betrifft, vor allem sehr ungemütliche Sachen wie Barrierefreiheit, muss auf jeden Fall viel mehr für gemacht werden. Da würde ich gerne was zu sagen. Es ist nämlich auch eine interessante Entwicklung, als der Campus geplant wurde nach dem Zweiten Weltkrieg und insbesondere in den 60er und 70er Jahren, war das eine Auto-Hype-Zeit. Deswegen war das ein befahrbarer Campus und die Autos sollten am besten überall hinkommen. Deswegen sind wir eine der wenigen Hochschulen in Deutschland, wo man eigentlich mit dem Auto fast überall hinfahren kann. Inzwischen sind die Planungen ganz anders und es ist genau diese Planung, die hier an der Wand ist, die die Autos nach außen drängt und sagt, der Kern des Campus soll eigentlich autofrei sein. Barrierefreiheit ist ein Thema, ist natürlich in diesen Planungen, die hier an der Wand sind, vorgesehen. Das ist ganz klar, das werden Sie auch am Vorplatz direkt sehen. Da sind Streifen im Boden für Sehbehinderte und so weiter und so fort, das ist klar. Sicherheit am Campus ist uns ein großes Anliegen und wir haben einmal im Herbst jeweils den runden Tisch Sicherheit mit einer Begehung des Campus, wo Studierende dabei sind und verschiedenen Player, die Polizei dabei ist, wo wir versuchen, einfach zu schauen, wo sind Probleme, die wir einfach unmittelbar lösen können. Das ist ein permanenter Kampf um Verbesserung, anders kann ich das nicht nennen. So, wir hatten hier vorne zwei Wortmeldungen und hinten auch noch eine Dame, ne? Frau Maurer? Komme ich zuerst zu Ihnen. Sie sind so weit vorne. Ja. Ich halte Sie. Ach so. Mein Name ist Eckhard Groll, Mathematik. Ich habe vor vielen Jahren, ich weiß es gar nicht mehr jetzt genau festzulegen, einen Vortrag gehört von einer Vertreterin aus dem Finanzministerium, die dargelegt hat, wie die Mittelachse, so nenne ich das jetzt mal, geräumt werden soll, urbanisiert werden soll. Und wenn ich mich jetzt vorstelle, ich bin jetzt in den Rechts- und Wirtschaftswissenschaften und gehe nach Westen, dann kommt der ehemalige Hörsaalbau der Physik, soll abgerissen werden. Sieht man ihm an. Wenn ich frage, wann, keine Antwort, weiß niemand. Anschließend, komm, bitte? In diesem Jahr, das ist das, was Sie eben gesagt haben. Naja, gut, okay, aber das hat mir, Sie sind der Erste, der mir das beantwortet. Dankeschön. So, anschließend ist schon alles geräumt. Dann kommt der ehemalige Hörsaalbau der Chemie, soll auch abgerissen werden. Und drumherum ist schon alles abgerissen. Das ist ja nun das Problem. Also ich würde sagen, das sieht wirklich um die Frage, die Sie gestellt haben von der AZ, wie Elendszirkel aus und so weiter nach hinten zu. Also ich will es jetzt gar nicht weiter ausbauen. Also das, was ich jetzt meine, ist, wenn man unter psychologischen Aspekten das mal betrachtet, dass in einem Campus, ist es ja hier erstmal nur, die Mittelachse wirklich so katastrophal aussieht, dass da so Trümmer rumliegen und so weiter und dass man sieht, alles soll da abgerissen werden, das sieht man in noch stehenden Gebäuden ja an, dann muss ich sagen, dann stellt sich ja tatsächlich der Eindruck ein, mit diesem Campus ist nichts mehr los. Selbst wenn in den Randgebieten gute und schöne Gebäude stehen. Stellen Sie sich vor, Sie sind in einer Stadt und der Stadtkern wäre so, dann denken Sie, da ist irgendeine Bombe reingefallen. Also jetzt hätte ich die konkrete Frage, Sie müssen doch einen Plan haben, wann in welchem Jahr auf diesem Mittelstreifen welches Gebäude errichtet wird. Da hätte ich gerne was gehört. Mhm. Dankeschön. Wollen Sie direkt darauf antworten? Nee, wir wollten die drei Fragen sammeln. Wir bleiben dabei. Drei Fragezeichen. Dann hat sie.
Mein Name ist Gerhard Muth, ich bin Präsident der Hochschule Mainz. Ich wollte eine kurze Bemerkung machen zu den doch schon angesprochenen endlos langen Planungszeiten. Ich meine, da haben wir ja auch ein kleines Beispiel, was wir da vor uns herschieben, nämlich den zweiten Bauabschnitt unseres Gebäudes. Es ist häufig so, dass dann immer wieder auf den LBB geschimpft wird und das heißt, der ist nicht in der Lage dazu, das zu machen. Ich möchte das ein bisschen mal auch eine Lanze für den LBB brechen. Wir haben nach zugegebenermaßen einigen Problemen, die wir interner Natur hatten, vor über einem Jahr die Planung HU Bau, Haushaltsunterlage Bau, für den zweiten Bauabschnitt abgeschlossen, haben die im Ministerium abgegeben. Wir hatten einen verbindlichen Zeitplan, der sah vor, dass die Prüfung im Finanzministerium im November letzten Jahres hätte erfolgt sein sollen und dann hätten wir jetzt die nächste Planungsphase einleiten können. Seit der Zeit warten wir vergeblich auf eine Freigabe und damit geht es auch nicht weiter. Und wir haben jetzt Mitte Juni, ich vermute mal, wir werden da ein Jahr drauf warten müssen und dann geht es nicht weiter. Das ist eine Sache, die ich einfach auch unerträglich finde, dass verbindliche Zeitpläne von bestimmten Seiten einfach nicht eingehalten werden. Sie sagen, es ist politisch gewollt, wird das Thema ein Jahr geschoben, um den Haushalt nicht weiter zu belasten. Ja, haben wir noch und dann geben wir nachher auch den anderen noch Gelegenheit. Also mich würde interessieren, mein Kollege hier vorne, nee, Kollege nicht, Freund hier vorne, Herr Groll hat so schön gesagt, er sieht das als Elendsviertel an. Herr Scholli, Sie sind zitiert worden in der Allgemeinen Zeitung, dass Sie sich fühlen wie in der Bronx, wenn Sie auf diesem Campus, ja, Sie sind so zitiert worden, Sie haben nicht widersprochen. Ich würde gern von Ihnen wissen, wie Sie genauer diesen Begriff Bronx auslegen, bezogen auf diesen Stadtteil, der möglicherweise kein Stadtteil ist, aber sehr nahe in der Stadt ist. Und die Studierenden sind ja nicht nur auf dem Campus, sondern sie leben vor allen Dingen in der Stadt. Ich erinnere an unsere Bewerbung 2011 als Stadt der Wissenschaft, was ja ein ganz entscheidender Faktor war, dass die Integration der Universität und der Hochschule, damals noch Fachhochschule, in die Stadt mit ihrem Dependance unten mit dem Baufachbereich, dass dies ja ein wesentlicher Vorteil war für diese Universitätsstadt Mainz. Also Bronx und Elendsviertel, dieser provokante Titel, den die AZ gewählt hat, im Stile der Bild-Zeitung, würde ich gerne eine präzisere Erläuterung haben, auch gegeben als vom Chefredakteur Herrn Röhing. Ich kann zum Glück beides von mir weisen, kann aber trotzdem was dazu sagen. Das ist vom Kollegen, das Begriff Bronx ist vom Kollegen Bierschenk, Dekan, Fachbereich 7, das ist der Schwesterfachbereich. Ich habe das nicht gesagt, er hat das aber auch wirklich nicht, also er hat das nicht am Mikrofon gesagt. Ich glaube so zwischendurch bei der Eröffnung der Gebäude hier gibt es ja Ecken, da sieht es aus wie. Also auch Herr Bierschenk, ich weiß nicht, hat niemals gesagt, dass dieser Campus wie die Bronx ist und hat er gleich hinzugefügt, wie die Bronx vor 40 Jahren, nicht mehr so als Klischee aus den Filmen kennt, denn heute ist die Bronx was ganz anderes, glaube ich. Das mit dem Elendsviertel, das würde ich gerne weitergeben. Ich finde das beides nicht schön. Von Bronx, das war wirklich nicht so gemeint. Mit dem Elendsviertel weiß ich nicht, wie es gemeint wäre. Ich finde das nicht, keine guten Assoziationen, denn es gibt wirkliche Elendsviertel und das sollte man auch ernst nehmen. Ich würde das gar nicht so, ich würde das nicht so runterhängen. Also es geht ja tatsächlich um Perspektiven, die man haben kann, wenn man über diesen Campus läuft. Natürlich im Haupt, was Sie angesprochen haben, gehört da sicher dazu. Als ich Dekan wurde vor 6 Jahren, 6,5 Jahren, da hieß es, naja, nächste, wir hatten da 6 Seminarräume drin und die Studentenzahlen wuchsen und wuchsen und jeder einzelne Seminarraum brauchten wir unbedingt bei der Raumplanung. Wir hatten immer zu wenig. Sagen diese 6, naja, nächstes Semester könnt ihr die noch beziehen. Das ging jetzt, jetzt haben wir 2017, seit 2011 hieß es, dieses Gebäude ist jetzt abgängig. Planen nächstes Semester nicht mehr mit den Räumen. Für die Studierenden, für unsere Studierendenplanung hatten, zum Glück hatten wir noch 5 Jahre lang diese 6 Seminarräume, aber dieses Gebäude sieht fürchterlich aus und die Schutthalden daneben auch. Da ist tatsächlich etwas, man muss das schon sozusagen in seiner Komplexität sehen. Es sieht wirklich komisch aus. Jetzt bin ich so froh, wenn endlich 2017 die Planung da ist. Ich würde aber wirklich gerne an die AZ weitergeben. Wie kommen Sie dazu, den doch sehr ernsten Begriff Elendsviertel hier zu nehmen? Den hat von uns niemand so haben wollen. Also
ganz einfach, wenn eine Überschrift zwei Begriffe hat und mit einer Frage verbunden ist, dann ist in der Regel gemeint, dass sich dazwischen bewegt und wir reden, glaube ich, an bestimmten Stellen hier auf dem Campus, und da hatten wir, glaube ich, auch Präsenz, wirklich um elendige Verhältnisse, was Gebäude angeht. Und wir haben über das Thema Graffiti noch gar nicht gesprochen. Die Broken Windows Theorie, die können Sie überall beobachten, die können Sie auch hier auf dem Campus beobachten. Da, wo Gebäude vernachlässigt werden, werde ich dazu eingeladen, die Gesamtsituation nicht so wertzuschätzen, wie ich sie wertschätze. Und es gibt Ecken, wo das so ist, und deswegen haben wir dieses Begriffspaar benutzt, verbunden mit einem Fragezeichen. Ich denke, das erklärt sich von selbst. Ich würde aber auch gerne auf den Herrn Groll zurückkommen, der nochmal eigentlich zum Ausgangspunkt gekommen ist. Das, was wir hier sehen mit dieser grünen Achse, da haben Sie zu Recht gesagt, du kannst das nicht zu Ende planen, wenn da nicht die Gebäude stehen. Was ist die Zeitperspektive, wann dieser Plan, der da an der Wand wirft, mal fertig sein kann? 2030, 2040, jetzt ganz realistisch, es macht ja keinen Sinn, jetzt irgendwas vorzugaukeln. 2050? Auch eine Frage an Herrn Wolf. Ja, fachlich erstmal die Punkte, die in Bearbeitung sind, und das haben wir noch gar nicht angesprochen, einige Punkte haben wir schon angesprochen, so, da kommen noch ein paar Maßnahmen mehr dazu. Ne? Im Nordwestbereich läuft Infrastruktur, ich komme leider wieder auf Tiefbau zurück. Aber wenn wir einen schönen Straßenraum herrichten, dort oben im Nordwesten, und hinterher wieder ein Jahr später ihn aufreißen für die Erdarbeiten, wäre es auch keine gute Prioritätensetzung, will sagen, es beginnt der Bau von Fähr- und Entsorgungstrassen im nordwestlichen Bereich. Wie heißt die Straße? Ich bin nicht ganz sicher. Kann mir jemand helfen von meinen Kollegen? Wälderweg, westlicher Teil Wälderweg, Dankeschön. So, das heißt, da läuft eine Tiefbaumaßnahme, die ist relativ umfangreich, und wenn die wieder zugemacht wird, wird die Straßenraumgestaltung auch so gemacht. So, wir planen momentan, weil es stehen ja die Daten für die Abrisse fest, den gewählten Wälderweg in Kompletto, ne? Dass wir überhaupt eine Planung haben und dass wir wissen wieder, wie viel muss man da reinstecken. Also wann es dann wieder im gemeinsamen Gesamtbudget finanziert werden soll und finanziert werden kann, ist wirklich auch das Thema der gemeinsamen Hochschulentwicklung, Planung. Aber wir machen da einen Plan, damit wir wissen, worüber wir letztendlich reden. So, und jetzt nochmal zum Thema Masterplan. Da ist eine schöne grüne Fläche, ne? Und das ist ein Rahmenplan, nur, aber richtigerweise für die Außenanlagen. So, jede Fläche, die dort größer ist, und auch die grüne Mitte, natürlich muss die erstmal Rasen werden und gepflegter Rasen. Das ist aber noch nicht das Thema der Gestaltung. Hinter vielen Außenanlagen steckt noch eine echte Planung. Eine echte Planung, da wird ein Außen-3-Anlagenplaner, ein Fachkollege aus der Fachrichtung beauftragt, und der macht dann noch eine richtige Planung. Also das ist wirklich, das sind die Flächen, die bespielt werden müssen. Stück für Stück werden die Flächen nach dem Muster bespielt. Aber auch für die neue Mitte wird es noch eine endgültige Planung sehen. Ich war nicht dabei bei der Phase der inhaltlichen Gestaltung. Sie sehen dort eine Quertrasse, ne? Eine große Quertrasse. Ja. So, diese große Quertrasse, da steht noch nicht fest, welches Material, welche Breite, so, da muss noch eine Planung her. So, und das ist immer eine Baumaßnahme für sich selbst. So, und diese Baumaßnahme, jetzt komme ich zurück auf Ihre Frage, wann das verwirklicht ist. Mhm. Es geht viel zügiger voran, wenn man sich mal anguckt, was jetzt schon gerade passiert, als es bisher nur diskutiert wurde. Ich würde aber hinzufügen, Herr Basten, ich glaube, da sind wir uns einig. Also wir sollten nicht die Gebäude dann abreißen, wenn wir wissen, was wir dorthin bauen. Ja, das ist, ich meine, das hatten Sie ja vorhin gesagt, Herr Röhring, das ist eben das, was wir teilweise, wo wir den Eindruck haben, so passiert ist. Und das ist das, was zur Frustration führt. Das alte MBI für Chemie ist seit 5 Jahren leergezogen, das kann man einfach flachlegen. Und dann kann man auch einen Rasen pflanzen, auch wenn man hinterher vielleicht eine ganz tolle Außenanlagengestaltung macht, kann man mal zwischendurch einen Rasen pflanzen, weil so teuer ist ein Rasen, ehrlich gesagt nicht. Und für das M-Haupt gilt das auch. Wir müssen nicht warten, bis wir die Baugruppe für eine neue Zentralbibliothek machen, sondern es wäre schön, wenn wir, wie versprochen, 2017 anfangen, mit diesen beiden Gebäuden das Platz zu machen. Und ich bin sicher, der Campus wird ein völlig anderes Antlitz haben in dieser Ecke. Damit sind nicht alle Probleme gelöst, aber es wäre ein ganzes Stück schöner, wenn man sich nämlich anschaut, wie die Gebäude da außenrum ausschauen. Da ist dann plötzlich das Philosophikum 2, die sind in einem ganz anderen Licht. Da ist die generalsanierte Kernchemie von außen, die von außen sehr schön aussieht, von innen nicht, aber von außen jedenfalls und so weiter. Da ist das Gebäude N, was gut aussieht von außen. Also das hat eine ganz andere Anmutung, und ehrlich gesagt, der NATFAK-Hochhausbau sieht ja von außen, von Campusseite her,
nicht so schlecht aus. Dieser Bau hat ein inneres Problem, der hat nicht so sehr ein äußeres Problem. Das heißt also, da würde eine Menge gewonnen werden in der Anmutung des Campus. Meine Damen und Herren, die 90 Minuten, die wir uns vorgenommen haben, sind eigentlich rum. Haben wir noch dringende Wortmeldungen? Sie waren von Anfang an, haben sich gemeldet, dann nehmen wir Sie beide noch dran. Ja, ich wollte noch einen Kommentar loswerden zu etwas, was von mehreren Personen... Wie ist Ihr Name? Darf ich Ihnen einen Namen fragen? Dennis. Genau, ich studiere hier. Mhm. Was von mehreren Personen gesagt wurde, und das kann ich so nicht stehen lassen, denn es wurde gesagt, dass die Schönheit des Campus ein Argument sei, wo man studieren will. Und ich weiß nicht, in welcher Welt Sie leben, so, ich weiß nicht, was Sie qualifiziert, das zu sagen, aber ich kann Ihnen sagen, was eine Studienentscheidung beeinflusst, nämlich erstens, wo man einen Studienplatz kriegt, zweitens, das Umfeld, das heißt, kann ich mir das Leben dort leisten, wie viele Tage die Woche muss ich dafür arbeiten, um mir meine 300 Euro Studienabgabe zu gönnen, um mir ein 400 Euro Zimmer zu gönnen und so weiter. Und außerdem, hauptsächlich ist es die Lehre. So, und nicht die Schönheit vom Campus, nicht ob da ein paar Tags sind, ob da ein paar Aufkleber sind, ob da ein kleines Gebäude noch nicht abgerissen ist oder nicht, ist egal. Und ich weiß nicht, was die da für Informationen haben, aber von allen Leuten, die ich kenne, die mit dem Bachelor hier aufhören, die Mehrzahl geht weg, weil es hier die Bachelor, die Master einfach langweilig sind, konservativ, verstaubt. Ich weiß nicht, ob das auf alle Fachbereiche zutrifft, aber wenn Sie sich beschweren, dass Leute nicht hier bleiben wollen, dann schieben Sie das nicht irgendwie auf die Bauten oder die Schönheit des Campus, sondern holen Sie halt wirklich gute Leute her. Das war ein Statement. Mein Name ist Hans-Otto von Gärtner, ich bin Pensionär. Herr Minister, ich habe eine Frage an Sie. Sind Sie bereit, mit mir zu wetten, dass die Bibliothek nicht vor dem Jahr 2021 begonnen wird? Es geht um eine Flasche Rotwein. Ich würde die gerne verlieren, diese Wette, aber... Ich habe ja ein bisschen Erfahrung auf dem Gebiet. Wir sind im Jahr 2017. Wenn es gut wird, ist das Raumprogramm, Herr Krausch, im Jahr 2018 genehmigungsfähig. Dann kommt ein Architektenwettbewerb. Dann sind wir im Jahr 2020. Dann muss eine Planung da gemacht werden, eine konkrete Planung. Dann sind wir im Jahr 2022. Dann liegt es im Finanzministerium noch ein Jahr. Dann sind wir im Jahr 2023. Also ich habe gute Chancen, die Wette zu gewinnen, Herr Minister. Ich würde mich freuen, wenn Sie sie annehmen, und ich würde mich vor allen Dingen freuen, wenn Sie einen Weg finden, dass das alles viel schneller geht. Herr von Gärtner, ich habe einen Vorschlag. Wir verändern die Wette noch. Wenn Sie verlieren, muss er nur eine Flasche Rotwein Ihnen geben. Und wenn er verliert, weil er es schafft, das früher zu machen, schenken Sie mir eine Sechserkiste. Um den Anreiz noch zu erhöhen. Also, weil Sie gerade so beide schön über mich reden, sage ich da gern was dazu. Herr von Gärtner ist ja nicht irgendein Pensionär. Er ist wahrscheinlich der berühmteste Pensionär des Hochschulbaus in Rheinland-Pfalz. Ich würde sagen, er ist der Nestor des Hochschulbaus in Rheinland-Pfalz. Und die Wette wird er gewinnen, weil... Ganz einfach. Also ich bleibe immer bei meiner Linie. Und meine Linie hat gelautet, Flächenplanung, Bauplanung, priorisieren und dann fängt man an. Jetzt haben wir Mitte 2017. Ja? Wenn die Flächenplanung kommt, die Bauplanung kommt und es dann in die Planung kommt, natürlich weiß der Herr Gärtner, wovon er spricht, wenn er Zeitskalen aufsetzt. Aber ich nehme die Wette trotzdem an, man weiß es ja nie und ein Spaß wird es auf jeden Fall, wenn wir den gemeinsam trinken. Aber jetzt verstehe ich ja, warum immer, wenn ich nach Jahreszahlen gefragt habe, Sie mir nicht geantwortet haben oder nicht konkret geantwortet haben. Herr Krausch. Ich wollte gerne zu der ersten Wortmeldung was sagen, weil ich die für sehr wichtig achte. Und ich wäre missverstanden worden, wenn ich gesagt hätte, wir können nicht die Masterzahlen betrachten wir gar nicht, wir betrachten die Anfängerzahlen, die sind in der Regel im Bachelor, dass die nicht in dem Maße gestiegen sind, richtig gesunken sind sie ja gar nicht, wie das an anderen Universitäten passiert ist. Ich wäre missverstanden worden, wenn ich gesagt hätte, wir wissen, dass das daher kommt, dass der Campus nicht schön genug ist. Ich bin Wissenschaftler genug, um zu wissen, dass man mit Kausalitäten sehr aufpassen muss. Auch wenn zwei Dinge zeitgleich passieren, heißt das nicht, dass sie was miteinander zu tun haben.
Es ist aber in der Tat bemerkenswert, wenn Sie die Johannes-Gutenberg-Universität und die Goethe-Universität in Frankfurt vergleichen, die vor 10 Jahren genauso viele Studierenden hatten, nämlich etwa 37.000, und sehen, dass die Frankfurter heute 46 und wir 32 haben. Ich weiß ja gar nicht, ob das schlecht ist, ich weiß gar nicht, ob ich 46 haben wollte, eigentlich nicht. Aber wenn man sich das anschaut und dann überlegt, ist jetzt Frankfurt billiger geworden zum Wohnen in dieser Zeit oder ist das Studienangebot in Frankfurt plötzlich explodiert in seiner Qualität? Berufen die ganz andere Leute als wir? Kann ich ehrlich gesagt beides nicht sehen. Ja, was ich allerdings sehen kann, ist, dass in Frankfurt der alte Turm der Bockenheimer Anlage publikumswirksam gesprengt worden ist und für 1 Milliarde Euro 2 neue Campi hingestellt worden sind, die einfach anders ausschauen. Und wenn Sie noch dazu sagen, am Ende dann Beruf halt gescheite Leute, das trifft mich ja nur ganz persönlich, weil es in meiner Verantwortung ist oder in der Verantwortung der Fachbereiche unter der Universitätsleitung, dann sage ich Ihnen ganz ehrlich dazu, das größte Berufungshindernis, was wir immer wieder haben, ist die Bausubstanz unserer Universität, weil wir damit teilweise nicht konkurrenzfähig sind. Also das ist eine schwierige Situation. Aber ich gebe Ihnen völlig recht, dass dieser unmittelbare Zusammenhang Studierendenzahl und bauliche Qualität von keinem irgendwie nachgewiesen worden ist. Allerdings sehen wir, dass eine ganze Menge Studierende sich hier bewerben, einen Studienplatz bekommen und ihn dann aber nicht annehmen. Also es liegt auch nicht daran, dass sie hier keinen Studienplatz bekommen, sondern sie nehmen einen anderen Studienplatz an und wir sind sogar dabei, den nachzuschreiben, einen Brief hinterherzuschicken und sagen, Mensch, hast du einen Studienplatz bei uns bekommen, warum kommst du denn nicht? Und versuchen das auszuwerten, da sind wir aber im Augenblick noch dabei, weil wir als Wissenschaftler gerne etwas präzisere Informationen hätten, als dass wir alle unsere Freunde fragen. Das mache ich zwar auch, aber daraus kann man nicht wirklich verlässliche Schlüsse ziehen. Herr Jolie noch zur Attraktivität der Uni? Genau. Ich wollte auch zu den Masterstudiengängen noch etwas sagen. Und zwar, ich meine, wir haben ja wirklich versucht oder versuchen permanent, dem auf den Grund zu gehen und zu sagen, wie ist das Annahmeverhalten, wie ist das Abwandlungsverhalten, woran liegen gewisse Über- und Unterfüllungen von Studiengängen. Wir machen dazu vor allem, und das ist die wichtigste Kennmarke natürlich, doch von den empirischen Sozialwissenschaftlern sehr solide Befragungen von Abgängern, von Wechseln, von Abbrechern, von Alumni und so weiter. Was Sie jetzt sagen, dass es daran liegt, dass wir verstaubt und alte Masterstudiengänge haben, das ist nicht das Ergebnis, was irgendwie in empirischen Umfragen bestätigt wird. Das mag natürlich für Einzelne alles Mögliche zutreffen. Es wäre schön, wenn Sie es irgendwie dann auch anonym oder im kleineren Kreis sagen würden, was Sie dafür verstaubt halten. Das ist gar nicht die Erfahrung, die wir machen, wenn wir versuchen, das irgendwie zu erheben. Also daran kann das nicht liegen. Das ist ein sehr komplexes Geflecht und ich würde da auf diese Komplexität gerne achten. Genauso wie es Herr Krausch auch schon gesagt hat. Das hat mit sehr vielen Dingen zu tun. Ich würde gerne noch mal was dazu sagen. Danke. Also ich muss teilweise meinem Kommilitonen zustimmen, Ihnen allerdings auch. Die Qualität des Studiums hängt auf jeden Fall, ich glaube, da wird mir einfach jeder zustimmen müssen, hängt davon ab, wie mein Studium aufgebaut ist. Ich kenne auch viele, die anfangen, aber einfach nur weitermachen, weil das System das verlangt und das System heißt Bologna-Reform und keiner ist so wirklich zufrieden damit. Das heißt, viele Studierende sind dazu gezwungen, in kürzester Zeit einen Abschluss zu erlangen und haben gar nicht groß die Möglichkeit, sich mit anderen Dingen zu beschäftigen, wie Hochschulpolitik, Hochschulgruppen oder Selbstverwirklichung. Sowas steht tatsächlich in zweiter Reihe. Und dafür, und ich hoffe wirklich, dass ich das in Zukunft auf dem Campus sehen werde, dass die studentische Kultur ein bisschen mehr im Fokus liegt. Das bedeutet, wir bekommen im AStA immer wieder Anfragen, ob wir nicht Räume vermieten können. Nein, der AStA selbst kann keine Räume vermieten. Wir schicken sie dann alle natürlich zum Präsidialbüro, die allerdings auch keine Räume vermieten können. Wenn ich aber sehe, dass der Campus umgestaltet werden soll, dann frage ich mich, ob es nicht ein Gedanke wert ist, zu sagen, wir ziehen ein Gebäude hoch, welches nur für Hochschulgruppen gedacht ist. Das ist eine totale Utopie, aber wenn wir Studierende behalten wollen, wenn wir etablierten Gruppen wie Campus Mainz, Campus TV, Campus Radio, den Departierclub, den ganzen Schauspielen und viele andere, die einfach engagiert sind und ihr Studium verlängern, um in dieser Gruppe weiterhin bestehen zu können und weiterhin produktiv zu sein, dann glaube ich, ist das auf jeden Fall mindestens ein Gedanke wert, zu sagen,
Wir versuchen, euch Räume zu schaffen. Schlusspunkt für mich, unsere Runde heute. Meine Damen und Herren, in 90 Minuten kann man nicht alle Probleme lösen. Das war auch nicht die Absicht. Ich glaube aber, bei allem Streit um den Titel dieser Veranstaltung ist klar geworden, dass wir hier über relevante Probleme gesprochen haben. Ich habe zwei positive Hoffnungen an die Wirkung dieser Veranstaltung. Einmal, dass das Zusammenspiel der Parteien, was das Thema Gestaltung angeht, auch in kurzfristigen Dingen, Herr Krausch, Sie haben das beschrieben, dass das einen Impuls auslöst, wie man sich Gedanken macht, dazu mit wenig Geld zu Verbesserungen zu kommen. Und beim anderen Punkt, Herr Wolf, wir wollen nicht auf der Ewigkeitsschleife laufen. Gute Dinge brauchen Zeit. Sie brauchen aber auch politischen Willen. Sie haben das angesprochen, Herr Muth, das Schieben von Haushaltsjahr zu Haushaltsjahr. Ich mag nur daran erinnern, die Finanzministerin dieses Landes ist nicht nur Wissenschaftsministerin gewesen, sie kennt die Themen, sie ist lokale Abgeordnete. Die Aufforderung an Sie, arbeiten Sie mit ihr engagiert zusammen, machen Sie dort Druck, nehmen Sie sie bei der Ehre, dass hier am Unicampus in Mainz die Dinge weiter vorangehen. Und uns als Zeitung vor Ort haben Sie da auch, nicht als Partner, sondern als Ansprechpartner. Wir werden das Thema auch weiter im Auge behalten. Ihnen ganz herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit, Ihnen fürs Mitmachen und kommen Sie gut nach Hause. Dankeschön. Gerne, danke fürs Kommen. Es gibt ja immer einen, der den schwierigsten Part hat. Sie konnten gar nicht so viel sagen, wie Sie wollten, ne? Ja, ja. Berichterstattung, ich weiß nicht, welcher Redakteur da irgendwie. Also ich werde dafür eine Zeit zwischen Baum und Kopf zu sitzen. Aber die Schublade, die sieht dann immer mal wieder. Ich kann sehr verstehen, was seit 30 Jahren der Job. Naja, ja, ja, aber ich sag mal, die Dinge, die wir da aufgezeigt haben mit der Staatsanwaltschaft und so weiter. Ich meine, ob Sie da eine richtige Prellbox sind, ist eine ganz andere Frage, aber dass das ein Missstand ist. Ich habe mir überlegt, also das haben wir jetzt erstmal ausdiskutiert, guck mal, Publikum. Ja, ja. Mit der Option, dass ich da ein paar Dinge haben. Ja, ja. Ich habe hier mal eins vorhin mal aufgebaut.